So, jetzt müssten Sie eigentlich was sehen. Hoffe, dass Sie den Bildschirm sehen. Ja, vielleicht noch zu meiner Person. Ich bin ja seit einiger Zeit schon am Forschen. Ich habe 4 Jahre im Bereich Entwicklung von sogenannten E-Fuels gearbeitet. Danach hatte ich eine Aktivität zum Thema Wasserstoffspeicherung beziehungsweise Wasserstoffantriebe. 12 Jahre haben wir drauf gearbeitet. Und im Jahr 2013 habe ich dann einen Ruf an die Universität Ulm angenommen, bin dort, wie gesagt, Professor für Festkörperchemie und habe aber eigentlich die Leitung des Helmholtz-Instituts Ulm inne. Das ist, wenn man so will, eine Außenstelle des Karlsruher Instituts für Technologie. Es ist aber ein gemeinsames Institut mit der Uni Ulm. Und dort habe ich auch noch eine Forschungsabteilung, genauso wie am KIT auch noch. Das heißt, ich bin da so ein bisschen quer durch die Felder unterwegs gewesen bisher. Und traue mich deshalb auch zu allen drei Themen was zu sagen. Es geht also um die Transformation der Antriebe. In aller Munde zurzeit sind die vollelektrischen Antriebe im Vergleich zu Wasserstoff- und Verbrennungsmotoren mit E-Fuels. Das wollte ich berichten. Und wenn man sich dem Thema nähert, dann ist es eigentlich, glaube ich, klar, dass man da jetzt nicht einfach nur so ein, wie soll ich sagen, so ein Spotlight, also so einen kleinen Spot, einen Ausschnitt betrachten darf, sondern man muss sich eigentlich das gesamte, die gesamte Lebensphase von so einer Technik anschauen, von der Herstellung, von der Aufbereitung der Rohstoffe bis dann zum Ende, wo es dann ins Recycling geht und die Rohstoffe wiederverwertet werden. Und dazu habe ich auch gleich meine erste Folie mitgebracht. Das hier ist ein Diagramm, was im Sommer veröffentlicht wurde vom International Council of Clean Transportation. Das ist also internationaler Rat für die saubere Fortbewegung, wenn man so will. Das sind die Leute, die den Dieselskandal auch aufgedeckt haben und die sich bei den verschiedenen Antrieben bisher umfassende Analysen verdient gemacht haben. Was Sie hier sehen, das ist also so ein Diagramm, wo hier lauter so unterschiedlich hohe Balken zu sehen sind. Da links ist so eine Achse, da steht Lebenszyklus Treibhausgas, THG-Emissionen. Das ist also der Ausstoß an Treibhausgasen über den gesamten Lebenszyklus. Das ist also die Herstellung der jeweiligen Technik mit drin. Da sehen Sie, da gibt es also so ein paar hohe Balken und da gibt es auch ein paar niedrigere Balken und die finden Sie hier rechts im Diagramm. Die hohen Balken, das sind alles, stehen für Antriebe mit Verbrennungsmotoren. Die niedrigen Balken, das sind die elektrischen Antriebe, entweder die rein elektrischen, BEV hier heißt hier Battery Electric Vehicle, also batterieelektrisches Fahrzeug, und rechts, das sind die Brennstoffzellenfahrzeuge. Bei denen fällt hier ein Balken auf, der höher ist. Das ist sozusagen der ökologische Fußabdruck des gegenwärtigen Wasserstofffahrzeugs. Und der ist deshalb so hoch, weil der Wasserstoff, der im Augenblick verwendet wird, nicht grün ist. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was grüner, grauer oder blauer Wasserstoff darstellt. Aber generell kann man sagen, grüner Wasserstoff müsste das Ziel sein. Grüner Wasserstoff heißt, das ist Wasserstoff, der über elektrische Wasserspaltung, Elektrolyse hergestellt ist, bei der man Grünstrom verwendet. Im Augenblick macht man das aber nicht. Der Wasserstoff, der hier zur Verfügung ist, besteht zu 96% aus Wasserstoff, der durch sogenannte Dampfreformierung von Methan hergestellt worden ist. Das heißt, der Wasserstoff, den wir im Augenblick verwenden, kommt eigentlich aus Erdgas. Und deshalb ist hier natürlich auch ein entsprechend hoher Treibhausgasausstoß mit verbunden. Da sehen Sie hier noch so gelbe und rote Balken drin. Das ist praktisch die
Das ist der Beitrag, den hier die Herstellung der Batterie bedeutet. Und hier ist es die Herstellung der Wasserstofftanks. Das sind also etwa ähnlich, kann man sagen. Was auffällig ist, ist, dass unter all diesen Balken die batterieelektrischen Fahrzeuge hier die niedrigsten Balken aufweisen. Das heißt also die mit der größten Möglichkeit, Treibhausgase einzusparen. Das Brennstoffzellenfahrzeug wäre dicht dran, wenn es grünen Wasserstoff gäbe. Aber Sie sehen auch hier, auch mit dem aktuellen Strommix, den wir im Augenblick haben, das wird ja oft gesagt, ja, Batteriefahrzeuge, das macht ja nur Sinn, wenn wir da Grünstrom haben. Grünstrom ist auf alle Fälle besser, aber auch jetzt sehen Sie schon, dass der Unterschied sehr deutlich ist im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren. Ja, und das hier sind die Plug-in-Hybride. Da sehen Sie, das gegenwärtige Wasserstoffauto liegt also etwa auf der Höhe von einem Plug-in-Hybrid. So, ja, dann schauen wir uns mal die verschiedenen Antriebe an. Es wird ja oft gesagt, naja, wir könnten ja eigentlich unsere bisherige Fahrzeugflotte weiterverwenden, Verbrennungsmotoren, wenn wir die sogenannten E-Fuels einsetzen würden. Und was das ist, das werde ich jetzt mal kurz, darauf werde ich mal kurz eingehen. Ein E-Fuel ist also ein Brennstoff, eine Flüssigkeit, ja, die mithilfe elektrischer Energie aus Kohlendioxid und Wasserstoff hergestellt wird. Ne? Die kann man also Wasserstoff kann man generieren aus erneuerbarer Energie und Wasser. Das CO2 muss man recht aufwendig sammeln aus der Atmosphäre. Aber wenn man es mal hat, dann kann man das in einen chemischen Reaktor bringen, kann diese Flüssigkeit herstellen und die kann man dann in die verschiedenen Anwendungen bringen, so wie wir es im Augenblick halt auch gewohnt sind von unseren Kraftstoffen. Das hört sich gut an. Also insbesondere ist es natürlich so, wenn wir das CO2 hier aus der Atmosphäre sammeln und verbrennen das dann, dann würde also das gleiche CO2 dann hinten bei der Verbrennung wieder entstehen. Ja. Jetzt haben Sie aber vielleicht schon mitgekriegt, dass es da durchaus Unterschiede gibt in der Bewertung der Technik. Es gibt also Leute, die sagen, naja, wir müssten einfach nur so ein paar politische Entscheidungen treffen und dann wären die morgen da. Ich wollte da mal ein bisschen drauf eingehen. Und wenn wir so einen Kraftstoff herstellen möchten, ist das können Sie sich schon denken, recht energieaufwendig. Wir müssen den Wasserstoff herstellen, wir müssen das CO2 sammeln aus der Luft, wir müssen den Prozess betreiben. Und wenn Sie da jetzt zum Beispiel 1 Liter von einem sogenannten E-Diesel herstellen wollen, dann brauchen Sie dafür 27 Kilowattstunden elektrische Energie. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viel Energie in einem Liter Diesel steckt. Das sind etwa 9 bis 10 Kilowattstunden. Also praktisch das Dreifache von der Energiemenge müssen Sie schon mal elektrisch aufwenden. Jetzt gehen Sie her und sagen, okay, ein Diesel-Pkw verbraucht meinetwegen 6 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt, Sie müssen, um diesen Pkw 100 Kilometer weit fahren zu können, müssen Sie am Anfang, müssen Sie 160 bis 170 Kilowattstunden Energie reinstecken. Also, ich weiß es nicht, wer von Ihnen bereits elektrisch fährt. Ich nehme mal an, da gibt es schon den einen oder anderen dabei. Ich fahre hier in unserem Institutsfahrzeug mit einem, ja, kann man fast sagen, alten Opel Ampera E herum. Das ist ein voll elektrischer. Der braucht, sagen wir mal, je nachdem, 16 bis 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, mit der Energiemenge, die Sie in diese 6 Liter E-Diesel reinstecken, können Sie mit einem E-Auto fast 1000 Kilometer weit fahren. Ja. Und ich sage mal so, in Zeiten, in denen es eigentlich an erneuerbarer Energie eher mangelt,
könnte es eine gute Idee sein, nicht sehr verschwenderisch damit umzugehen. Ja, das ist einer der Gründe, weshalb von verschiedener Seite dieser Antrieb zumindest im Pkw-Bereich nicht favorisiert wird. Ja, es gibt ja auch noch andere Nachteile, die damit verbunden sind. Sie haben nach wie vor die lokalen Emissionen, die halt mit dem Verbrennungsmotor verbunden sind. Sie haben Ruß, sie haben NOx, sie haben den Lärm, sie haben das Gerassel. Und was natürlich ein großes Problem auch ist, ist, die Herstellung ist sehr aufwendig. Und das heißt, für eine Tankfüllung würden Sie im Augenblick 300 bis 400 € ohne Steuer bezahlen. Und da ist die Frage, wer sich das leisten möchte und vor allem, wie weit man da tatsächlich noch die Kosten reduzieren kann. Was, glaube ich, unumstritten ist, dass man nicht alle Anwendungen elektrisch betreiben kann. Ja, wenn Sie jetzt mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegen wollen, dann können Sie das nach heutiger Sicht nicht mit Batterien machen. Da brauchen Sie nach wie vor einen Treibstoff und das könnten solche E-Fuels sein. Auch bei Schiffen wird es schwierig mit einem Batterieantrieb für einen großen Tanker oder sowas. Dann brauchen Sie also irgendwas, was besser die Energie speichern kann und das ist eben so eine organische Flüssigkeit. Jetzt wird natürlich gesagt, okay, die ganze Misere liegt auch daran, dass wir in Deutschland halt nicht besonders sonnenreich sind und die Windnutzung ist auch begrenzt. Lass uns das deshalb in einer anderen Gegend machen, in der Wüste, in Afrika oder wie jetzt Porsche das anstrebt. In einer sehr windreichen Gegend, Patagonien, Haru-Oni in Chile. Da gibt es jetzt also ein Gemeinschaftsprojekt von Porsche, Siemens Energy und ein paar anderen Akteuren. Und Porsche, und das muss man eigentlich anerkennen, muss ich sagen, sagt ganz einfach, wir sind uns relativ sicher, dass auch jenseits des Jahres 2030 noch Porsche mit Verbrennungsmotor rumfahren werden. Ja. Und dafür möchten wir Verantwortung übernehmen, ja, und möchten einen möglichst klimaneutralen Treibstoff produzieren, bereitstellen und ein Äquivalent für den Verbrauch erzeugen. Ja. Jetzt schauen wir uns das mal an, was das bedeutet, das Projekt. Also auch hier muss also mit Windenergie müssen erstmal diese Rohstoffe hergestellt werden, CO2 und Wasserstoff. Dann müssen wir die Syntheseanlage betreiben. Am Ende kommt dann also das E-Fuel raus. Das ist jetzt gestaffelt in Zielen bis 2026, was wahrscheinlich nicht erreicht wird, sagen wir mal 2028, 30. Es sollen etwa 550 Millionen Liter von diesem Kraftstoff erzeugt werden. Und den kann man ja dann auch im Gegensatz zu Strom ganz gut transportieren. Das bedeutet allerdings auch einiges. Also zumindest müssen Sie ja dann, um den Wasserstoff herzustellen, müssen Sie große Mengen an Reinstwasser vor Ort zur Verfügung stellen. Also Sie brauchen 9 Kilogramm Reinstwasser, um 1 Kilogramm Wasserstoff herzustellen für die Synthese. Und was eigentlich auch sehr, sehr aufwendig ist, ist das Kohlendioxid aus der Luft zu sammeln. Da gibt es kein Verfahren, was wirklich gut und effizient arbeitet. Das größte Projekt derzeit läuft in Island und das zeigt eigentlich eher, dass es schwierig ist, das Ganze effektiv zu betreiben. Die beste Methode, das sogenannte Direct Air Capture, braucht etwa 1000 Kilowattstunden Strom, um 1 Tonne CO2 abzuschalten. Mit dieser Tonne CO2 können Sie dann in der Syntheseanlage etwa 700 Kilogramm Methanol machen, ja, als Brennstoff. Das heißt, Sie brauchen allein ein Viertel des Energiegehalts des Methanols, nur um das CO2 abzuschalten. Ja, da müssen Sie also schon ein Viertel wieder verbrennen. Oder Sie müssen halt die ganze Anlage um ein Viertel vergrößern. Das sind also schon mächtige Worte. Und dann ist auch die Frage, wie viel ist das denn eigentlich, diese 550 Millionen Liter? Das hört sich sehr viel an.
Ich weiß aber allerdings nicht, ob Ihnen bewusst ist, wie viel Kraftstoff wir im Augenblick verbrauchen. Wir verbrauchen im Augenblick in der BRD etwa 47 Milliarden Liter pro Jahr. Das heißt, diese riesige Anlage mit vielleicht 1000 Windrädern könnte dann E-Fuels erzeugen, mit denen etwa 1% des derzeitigen Bedarfs gedeckt werden kann. Wenn es also Politiker gibt, und wir hatten es ja vor der Wahl auch kräftig, da haben ja die Kollegen von der Gelben Partei kräftig gerührt in der Richtung, die dann sagen, ja, wir müssen da technologieoffen sein und die E-Fuels, da muss einfach mal eine staatliche Förderung ran. Nee, also die werden bereits gefördert. Ich glaube, das ist klar, genauso wie Wasserstoff und natürlich auch die vollelektrische Lösung. Das Problem ist, wir haben keine technische Lösung, um die herzustellen. Und wenn jetzt einer hergeht und sagt, wir betreiben unsere Verbrennerflotte weiter wie bisher und füllen da einfach E-Fuels rein, muss man sagen, es gibt keine. Ja, es gibt welche in Pilotanlagen irgendwo, das sind aber homöopathische Mengen. Damit werden sie das Problem nicht entscheidend angehen können. Es ist einfach nicht das Potenzial da, um das zu lösen. Sie müssten also 100 dieser Riesenanlage hier in Patagonien, müssten sie 100 Anlagen aufbauen, um das Problem wirklich anzugehen. Und dann hätten sie auch nur E-Fuels für Deutschland. Wenn Sie sich vorstellen, dass andere Länder vielleicht auch Interesse haben oder dass der Flugverkehr international noch einen Bedarf hat, dann wird es schon sehr, sehr knapp. Also ich möchte einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die Absicht, damit auf absehbare Zeit Klimaziele erreichen zu wollen, ist schlicht illusorisch. Ja, es gibt keine Lösung. Das ist auch der Grund, weshalb man schon seit einiger Zeit über andere Lösungen nachdenkt. Und diese alternativen Antriebe, das sind die elektrischen Antriebe. Und da wollte ich Ihnen jetzt mal die zwei eben vorstellen. Wir haben einerseits den sogenannten vollelektrischen Antrieb, der einfach so läuft, dass also eine Energiequelle, Sonne oder Wind, da ist, die Energie wird gesammelt, umgewandelt in elektrische Energie und die wird dann direkt an Bord des Fahrzeugs in der Batterie gespeichert und geht dann von dort aus auf die Räder. Die Alternative ist, man sammelt die Energie wieder, die elektrische Energie, nutzt die aber zuerst, um einen chemischen Speicher herzustellen. Und das ist eben der Wasserstoff. Und der Wasserstoff hat eine andere Kette. Das geht also nicht so direkt wie hier, sondern da muss man also erstmal den Wasserstoff selber herstellen aus der elektrischen Energie. Der muss dann aufbereitet werden, transportiert werden, als Druckgas gelagert werden, dann müssen Sie ihn an der Tankstelle auf 1000 Bar hochdrücken, auf minus 40 Grad abkühlen und dann wird er in 700 Bar Drucktanks an Bord des Fahrzeugs gespeichert. Ja. Wie Sie sich jetzt vielleicht schon vorstellen können, ist durch diese vielen Schritte hier, da entstehen überall Verluste, sind die beiden Ketten sehr, sehr unterschiedlich, was ihre Wirkungsgrade angeht, beziehungsweise sie sind sehr unterschiedlich darin, wie sparsam sie mit der gesammelten erneuerbaren Energie umgehen. Und tatsächlich ist es so, dass in dem Fall hier etwa 70% der gesammelten Energie tatsächlich aufs Rad kommt. Beim Brennstoffzellenfahrzeug sind es, wenn man es richtig rechnet, etwa 18 bis 20%. Das habe ich hier nochmal ein bisschen genauer ausgeführt. Wir machen jetzt einfach mal ein Gedankenexperiment. Wir haben hier ein Windrad, das erzeugt Strom, diese 100%. Und die schicken wir jetzt in zwei Prozesspipelines rein. Das eine hier ist erstmal so der batterieelektrische Antrieb. Mit dem Strom müssen Sie nichts tun, den müssen Sie nicht umwandeln oder sowas. Sie müssen ihn transportieren, da gibt es einen gewissen Verlust. Der größte Verlust ist beim Laden und Entladen der Batterie. Da gibt es Wärmeverluste. Und dann geht es aber schon auf einen elektrischen Antrieb.
wo sie dann nochmal einen gewissen Verlust haben, sodass am Ende, wenn sie diese Verluste alle multiplizieren, dass sie etwa auf 70% Gesamtwirkungsgrad rauskommen. Das heißt, von diesen 100% kommen noch 70% am Rad an. Das Gleiche können Sie jetzt durchspielen für den Wasserstoff, Englisch Hydrogen. Da müssen Sie erstmal den Wasserstoff selber herstellen aus Wasser durch die Elektrolyse. Technische Elektrolyseure haben im Augenblick Wirkungsgrad etwa von 60%. Wenn die an Windkraftanlagen sind, ist es manchmal schwieriger, weil die haben unterschiedliche Lastwechsel und die Elektrolyseure mögen das eigentlich nicht. Die möchten eine konstante Power in einem optimalen Wirkungsgradbereich. Da kann es auch schon mal passieren, dass sie 50% verlieren. Aber ich rechne jetzt mal optimistisch 40%. Dann müssen sie ihn aufbereiten. Das heißt, sie müssen für den Transport ein bisschen aufreinigen und komprimieren, entweder. Im Augenblick wird der Wasserstoff durch so große Druckbündel auf LKWs transportiert mit 250 Bar Druck. Da verlieren sie etwa 12% des Wirkungsgrads. Sie können ihn auch verflüssigen. Allerdings wird der Wasserstoff erst bei minus 253 Grad flüssig. Da müssen Sie riesige Energiemenge reinstecken. Das sind etwa 40% des Energieinhalts des Wasserstoffs, müssten Sie dafür opfern. Das ist also sehr, sehr energieaufwendig. Dann haben Sie ein bisschen Transport. Da verlieren Sie nicht viel. Beim Tanken, das ist was, was bei den Studien oft gerne ausgelassen wird. Beim Tanken müssen Sie den Wasserstoff an der Tankstelle auf 1050 Bar hochkomprimieren. Das ist sehr, sehr energieaufwendig. Und dann müssen Sie auch noch auf minus 40 Grad abkühlen, weil der Wasserstoff sich nämlich erhitzt, wenn er sich entspannt in den Tank rein. Normalerweise kühlen sich die Gase ab, aber der Wasserstoff erhitzt sich und deshalb wird er vorgekühlt. Und insgesamt verlieren Sie da 30 bis 40%. Dann haben Sie den Wasserstoff in der sogenannten Brennstoffzelle. In der Brennstoffzelle wird Wasserstoff und Luftsauerstoff zur Reaktion gebracht. Dabei entsteht elektrischer Strom und Wasserdampf. Das heißt, er ist also lokal emissionsfrei. Aber die Brennstoffzelle hat halt einen Wirkungsgrad von etwa 50%. Da verlieren Sie noch mal was. Dann haben Sie noch ein bisschen was vom elektrischen Antrieb. Und am Ende kommen Sie dann auf diese besagten 15 bis 18%. Das heißt auch umgekehrt, Sie brauchen, um die gleiche Kilometerleistung hinzubekommen, bräuchten Sie dann für einen Wasserstoffantrieb etwa 3 bis 4-mal so viele Windräder. Ja, das ist was, was ich in der Vergangenheit auch immer bemängelt habe, dass gerade seitens der Politik immer von Technologieoffenheit gesprochen wird und wir müssen da unbedingt auch Wasserstoffantriebe fördern. Ich habe von keinem dieser Leute gehört, dass man dafür aber auch 3 bis 4-mal mehr Windräder aufstellen muss. Das ist was, das wird dann leider nicht thematisiert. Alle diese Techniken haben auf der einen oder auf der anderen Seite Vor- und Nachteile. Und ich fände es zumindest redlich, wenn man sich auch über die Nachteile mit der Bevölkerung verständigen könnte. So, jetzt ist es so, wenn Sie mal nach draußen schauen, dann werden Sie elektrische Fahrzeuge finden. Sie finden derzeit vor allem batterieelektrische Fahrzeuge. Sie finden aber kaum Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Ja. Das sehen Sie jetzt hier zum Beispiel. Das sind die weltweiten Verkaufszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen und FCV heißt Fuel Cell Vehicles, also Brennstoffzellenfahrzeuge. Das ist die gleiche Skala hier. Da sehen Sie bis Ende 2020 die Verkaufszahlen von Wasserstofffahrzeugen sind also hier gar nicht erkennbar auf der Skala. Und das ist eine Sache, die muss man erklären, woran das liegt. Es ist im Augenblick so, dass natürlich sich viele Leute auch, dass es viele Leute sehr unglücklich finden. Die hätten eigentlich gerne lieber Wasserstofffahrzeuge auf den Straßen.
Und was ich dann immer höre, sind so Argumente wie, ja, die deutsche Politik, die ist zu dirigistisch, die verstehen das nicht und unsere Automobilhersteller verstehen das erst recht nicht. Und wir schauen lieber nach Asien, da spielt die Musik und da wird der große Umschwung kommen. Das hat mich tatsächlich interessiert. Wie gesagt, ich bin ja überhaupt kein Gegner von Wasserstoff. Ich habe 12 Jahre darauf gearbeitet. Ich finde nur, man muss die Sachen irgendwie in einen sinnvollen Kontext bringen. Und ich habe mich jetzt einfach mal informiert, wie das in China aussieht, also dem Traumland des Wasserstoffs. Hier sind die Verkaufszahlen von den verschiedenen Fahrzeugtypen in China im ersten Quartal 2021. Es sind 273.000 batterieelektrische Fahrzeuge verkauft worden und 37 Brennstoffzellenfahrzeuge. Also ich sehe da noch keinen Durchbruch. Ja, also vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Aber anhand der Zahlen, würde ich mal sagen, sehe ich das auch im Fernen Osten nicht. Was passiert da gerade? Und was da passiert im Augenblick, wir kennen alle Exponentialkurven von Corona. Und sowas gibt es auch in der Wirtschaft. Wenn Sie sich anschauen, wie praktisch jede neue Technologie bisher eingeführt worden ist, dann fing es immer so an, dass die Verkaufszahlen am Anfang relativ gering waren. Die haben sich in einer bestimmten Zeit verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Und dann haben die plötzlich einen Wert erreicht, wo eine Verdopplung plötzlich einen steilen Anstieg bedeutet hat. Das heißt, es ist also so eine Exponentialkurve, die nach oben geht, bis dann der Markt gesättigt ist und dann sich dann praktisch das Ganze auf einem konstanten Niveau einpendelt. Und entscheidend hier sind die sogenannten Kipppunkte. Kennen wir auch vom Klima. Auch in der Wirtschaft, bei der Einführung von einer neuen Technologie, gibt es einen Kipppunkt. Der Kipppunkt hier ist etwa erreicht bei 10 bis 12% der Einführung der neuen Technologie. Den Wert haben wir schon Ende letzten Jahres erreicht hat. Warum heißt das Ganze Kipppunkt? Das heißt deshalb Kipppunkt, weil ab dieser Schwelle etwa hören die Investoren auf, in die alte Technologie zu investieren, sondern investieren nur noch in die neue Technologie und dann beschleunigt sich das Ganze nochmal nach oben. Und die Fachleute sprechen dann auch über ein sogenanntes Markttrauma für die alten Technologien. Bei denen läuft es nämlich genau andersrum. Die nehmen erst ein bisschen ab und dann immer schneller, bis sie dann unten auf einem konstanten Niveau sich einpegeln. Es gibt ja auch heute noch Pferdekutschen. Also das ist alles noch da, nur halt auf einem anderen Niveau. So, jetzt komme ich auch aus dem Wasserstoffbereich. Und wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, wo sehen Sie denn typische Anwendungsbereiche für den Wasserstoff, dann hätte ich gesagt, naja, Schwerlastverkehr. Jetzt, also wie es auch heute wird immer wieder genannt, ne? Schwerlastverkehr, da kriegt man mit den Batterien nicht genügend Energie rein. LKWs sind die Zukunft für Wasserstoff. Wenn Sie sich aber jetzt mal anschauen, wie auf Industrieseite im Augenblick die Situation ist, da stellen Sie erstmal fest, es gibt etwa 25 große Firmen weltweit, die null Emissionsantriebe entwickeln. Und von diesen 25 Firmen weltweit arbeiten 20 an LKWs mit batterieelektrischem Antrieb und 5 an brennstoffzellengetriebenen LKWs. Das heißt, auch da scheint im Augenblick ein Umbruch stattzufinden. Und auch das hat verschiedene Gründe. Und einer der Hauptgründe sind die Betriebskosten. Ne? Wenn Sie jetzt einen Wasserstoff-LKW haben, dann ist es so, dass der konkurrenzfähig wird bei Kosten von weniger als 4 bis 5 € pro Kilogramm Wasserstoff. Derzeit kostet der Wasserstoff aber 9,5 € pro Kilogramm. Und das ist der sogenannte graue Wasserstoff, also der aus Erdgas hergestellt wird. Wenn Sie grünen Wasserstoff herstellen wollen, dann ist der zumindest nach Stand heute nochmal deutlich teurer. Das heißt,
diese 4 bis 5 € pro Kilogramm Wasserstoff zu erreichen, wird sehr, sehr schwierig. Und derweil sinken parallel dazu die Kosten für die Batterien stetig. Und das ist so eine Sache, bei der halt, sagen wir, der batterieelektrische Antrieb immer mehr Anteile auch in dem Transportsektor übernimmt. Da gibt es eine Firma namens P3 Automotive aus Stuttgart. Die haben eine Kostenanalyse gemacht mit einer Vorausschau für die Jahre nach 2025. Da sehen Sie hier 3 Kostenbereiche, Euro pro Kilometer. Und das sind die Anwendungsfelder. Es wird also vorausgesehen, dass für einen batterieelektrischen LKW etwa 44 Cent bezahlt werden muss, für einen wasserstoffbetriebenen LKW 50 bis 70 Cent. Und die Referenz dazu wäre der Diesel, wie bisher, der liegt bei 54 Cent pro Kilometer. Das heißt, der Verbrauch von einem, die Verbrauchskosten von einem batterieelektrischen LKW liegen unterhalb denen, die wir zurzeit haben. Ja, während die Verbrauchskosten von einem Brennstoffzellen-LKW perspektivisch deutlich drüber liegen. Also es wären 30 bis 60% höher als bei vollelektrisch. Für die Anwender, für die Spediteure ist das ein Drama. Also die kalkulieren tatsächlich mit jedem Cent pro Kilometer. Und das hat bereits Auswirkungen gehabt. Daimler wird ja immer so als leuchtendes Beispiel genannt für den Wasserstoffantrieb, LKW, das sogenannte Gen-H2-Projekt. Ist gestartet mit einem riesen auch Medienaufmerksamkeit. Ich kenne einen Mitarbeiter aus dem Team und weiß, dass nachdem das Management das also sehr stark gepusht hatte, sind die Ingenieure praktisch mal rangegangen und haben mal angefangen, den Bleistift auszupacken und zu rechnen. Und Ende vom Lied ist, dass derzeit 75% der ursprünglich für die Brennstoffzelle avisierten Anwendungen, die werden jetzt als vollelektrisch projektiert. Und ich habe hier auch nochmal so die aktuellen Modelle einfach mal im Vergleich gegenübergestellt, diesen Daimler Gen-H2-Truck gegenüber dem Tesla Semi. Der soll also nächstes Jahr jetzt auf den Markt kommen. Der ist also batterieelektrisch. Hier ist die Brennstoffzelle. Der Daimler hier hätte Flüssigwasserstoff, der also wie gesagt nochmal deutlich teurer wäre als der Druckwasserstoff, weil man da eben 40% Wirkungsgrad noch verliert. Hier haben wir eine Batterie auf der Basis dieser 9 Zellen, wie sie auch in Grünheide jetzt produziert werden. Reichweite wird hier angegeben mit 1000 Kilometer. Hier gibt es verschiedene Versionen. Die Langreichweiten-Version soll auch 800 bis 1000 Kilometer bringen. Die Leistungen hier sind ausreichend, aber unterschiedlich. Tesla macht irgendwie damit Werbung, dass der Truck in 4 Sekunden von 0 auf 100 ist. Ob man das braucht, weiß ich jetzt nicht. Okay, die Zuladung ist ähnlich, obwohl in der Vergangenheit immer gesagt wurde, ja, die Batterie nimmt einen riesen Platz weg und sowas. Bei dem Gen-H2 von Daimler braucht alleine der Wasserstofftank, ich sage mal, etwa 1,5 Kubikmeter. Und sie haben riesige Brennstoffzellen und Peripherie. Das braucht auch Platz. Ja. Die Laufleistung wird von Daimler projektiert mit 1,2 Millionen Kilometer, wobei das noch keiner getestet hat, weil es das Fahrzeug noch nicht gibt. Die entwickeln also immer noch an der Brennstoffzelle. Tesla verwendet Batterien, von denen man weiß, dass sie 1 Million Meilen halten. Das wären also 1,6 Millionen Kilometer. Was jetzt Daimler große Sorgen bereitet, ist der Preis. Der Preis wäre also für den Wasserstofftruck 320.000 Euro, für den batterieelektrischen 170.000 Euro, das sind also 150.000 Euro Unterschied. Und wenn Sie dann noch berücksichtigen, dass die Verbrauchskosten deutlich geringer sind, und wenn Sie berücksichtigen, dass Sie beim vollelektrischen Truck praktisch keinen Service benötigen,
Also ich fahre ja selber seit 6 Jahren elektrisch. Ich war noch nie in der Werkstatt. Ja, also Sie müssen da weder Ölwechsel machen noch sonst irgendwas. Das läuft einfach, das Ding. Und bei den anderen sind halt die Brennstoffzellen nach einiger Zeit schwächeln die und müssen dann ausgetauscht werden. Das ist nochmal teurer. Ja, und die Betriebskosten sind halt nochmal sehr unterschiedlich. Jetzt versteht man auch ein bisschen, warum es da so große Unterschiede gibt im Augenblick, diese Umbrüche, die gerade stattfinden in Richtung batterieelektrisch. So, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt nochmal 2 Folien zurückgehen und rufen uns das Diagramm in Erinnerung, wo also die batterieelektrischen Fahrzeuge da irgendwie ständig zunehmen und die Brennstoffzellenfahrzeuge, die dümpeln hier rum. Dann, wie gesagt, manche ärgern sich drüber, manche zucken die Schulter, andere lächeln. Es gibt Gründe dafür und ein paar davon habe ich hier mal aufgeführt. Sorry, das sind jetzt ein paar englische Begriffe. Das eine ist die Infrastruktur. Es ist halt leichter, Elektrokabel zu verlegen, als Wasserstoff zu transportieren. Und das Problem ist, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine mittelgroße Tankstelle mit 300 Tankvorgängen pro Tag. Und pro Tankvorgang haben Sie vielleicht 5 bis 6 Kilogramm Wasserstoff, die Sie tanken. Dann müssen Sie berücksichtigen, die Liefertrucks für Wasserstoff. Wasserstoff ist ein sehr, sehr leichtes Gas. Ja. Die Liefertrucks für Wasserstoff bringen pro Truck eigentlich nur etwa 60 bis 65 Tankfüllungen mit. Ja. Während so im Augenblick so ein Diesel- oder Benzin-Truck, das sind ja mehrere tausend. Ja. Das heißt, Sie bräuchten pro Tankstelle, bräuchten Sie allein 5 solcher Trucks pro Tag, um die mit Wasserstoff zu versorgen. Das heißt, jede Tankstelle bräuchte eine eigene Lieferflotte und die würden sich wahrscheinlich auch noch gegenseitig behindern dort. Es ist schwierig. Ja. Und dann können Sie den Wasserstoff schnell betanken, das geht. Sie können innerhalb von 15 Minuten 2 bis 3 Tankfüllungen machen. Aber insgesamt schaffen Sie an so einer Zapfsäule nur 40 Füllungen pro Tag. Das heißt, wenn Sie die 2, 3 bevorrateten, vorkomprimierten, vorgekühlten Wasserstoffmengen mal getankt haben, dann müssen Sie wieder eine Dreiviertelstunde warten, bis sich die Tankstelle regeneriert hat und bis der nächste Tankvorgang möglich ist. Ja. Das heißt, Sie können da schnell tanken, aber nur, wenn Sie Glück haben. Ja. Und dann ist es auch so eine Tankstelle ist recht teuer, die kostet 1 bis 2 Millionen Euro pro Zapfsäule. Eine Ladesäule elektrisch kostet etwa 100.000 Euro. Dann ist es so, und das ist wahrscheinlich ein Hauptproblem für den Nutzer, die Dinger sind sehr, sehr teuer. Ja, es gibt im Augenblick 2 wasserstoffbetriebene Modelle auf dem Markt. Das ist der Toyota Mirai und der Hyundai Nexo. Der Nexo, der kostet etwa 75.000 bis 80.000 Euro im Verkauf, kostet Hyundai aber in der Herstellung 110.000 Euro. Ja, da muss man mal gespannt sein, wie lange die das mitmachen. Also ich würde mal sagen, man bräuchte, um da konkurrenzfähig zu werden, eine Reduktion der Kosten der gesamten Kette um einen Faktor 3. Die Wasserstofftechnologie ist im Augenblick um einen Faktor 3 zu teuer. Und jetzt bin ich auch ja kein Neuling in der Technik. Ich sage einfach mal, die ersten Brennstoffzellenfahrzeuge gab es bereits vor 60 Jahren. Wir sind schon sehr, sehr weit in der Ausentwicklung dieser Technik. Die Hoffnung, dass sich da jetzt plötzlich riesige Sprünge ergeben, vielleicht übersehe ich einiges, aber ich bin da nicht ganz so optimistisch. Vielleicht schaffen wir irgendwie einen Faktor 2, wenn alles super gut läuft. Faktor 3 sehe ich nicht. Vor allem ist es halt insofern auch problematisch, weil die Batteriekosten halt permanent auch weiter sinken. Dann haben Sie noch so ein paar andere Sachen, dass wenn Sie in die Betriebsanleitung von dem Nexo schauen, dann müssen Sie alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt und zwar zu einem Generalcheck, zu einem Generalservice-Sicherheitscheck. Und das liegt daran, dass Sie 2 oder 3 700 Bar Tanks an Bord haben.
Wasserstoff ist ein sehr leichtes, vor allem sehr leicht entzündliches Gas. Sie kennen vielleicht aus der Schule noch irgendwie diesen berühmten Knallgasversuch. Man muss also sicher sein, dass es da nirgends auch nicht die winzigste Leckage gibt, weil Wasserstoff ist leichter als Luft. Der würde sich in Hohlräumen im Auto sammeln und der ist so leicht entzündlich, da müssen Sie nur mal irgendwie eine Lampe einschalten oder sowas, dann fliegt Ihnen das Ding um die Ohren. Das darf nicht passieren. Deshalb sind auch überall im Auto Wasserstoffsensoren angebracht, die sowas hoffentlich dann auch melden. Ja. Dann gibt es so Szenarien, muss man gar nicht genauer drauf eingehen. Sie können sich aber vorstellen, dass wenn man einen Drucktank mit 700 Atmosphären hat und der gerät dann in Feuer, USA brennen zum Beispiel pro Jahr 5000 Garagen, aus was für Gründen auch immer, meistens wegen der Elektrik. Wenn da so ein Brand entsteht und Sie haben ein Wasserstofffahrzeug da drin stehen und der ausströmende Wasserstoff entzündet sich, was er tun wird, dann ist wahrscheinlich nicht nur die Garage weg, sondern das ganze Häusle gleich mit. Das ist also ein massives Event. Wasserstoff hat die Eigenschaft, die sogenannten Flamme zu, also einer Flammenbeschleunigung. Das heißt, es gibt eine Detonation, eine Überschallwelle und das haut das Ding massiv auseinander. Ja, und dann ganz zum Schluss ist es natürlich auch so, dass der Fußabdruck beim Wasserstoff im Augenblick noch sehr schlecht ist. Wie gesagt, der Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, führt dazu, dass in der Lebenszyklusanalyse die Treibhausgasemissionen etwa liegen wie bei einem Plug-in-Hybrid. Also ein bisschen besser als der reine Verbrennungsmotor. Wenn Sie das mit dem derzeitigen Strommix herstellen würden über Elektrolyse, dann wäre es noch schlechter. Dann wäre der CO2-Fußabdruck etwa doppelt so hoch wie der von einem Diesel. Das sind alles keine wirklichen Argumente pro Wasserstoff. Da gilt die Devise, entweder grünen Wasserstoff und das ist sehr, sehr billig, und die ganze Technik um Faktor 3 runter, oder da gibt es wenig Aussichten. Ja. Das Problem ist, mit dem grünen Wasserstoff, da gibt es ja jetzt die nationale Wasserstoffstrategie, die also von der Bundesregierung letztes Jahr verabschiedet wurde. Da wird eine sehr große Menge an Wasserstoff projektiert, soll also hergestellt werden bis zum Jahr 2030 in einem Energieäquivalent von 14 Terawattstunden. Das ist eine riesige Menge. Allerdings, allein ThyssenKrupp für seine Stahlherstellung bräuchte davon 10 Terawattstunden. Das heißt, es wird grüner Wasserstoff hergestellt werden in Deutschland, aber der reicht gerade mal aus, um die deutsche Stahlproduktion zu versorgen. Das reicht weder aus für die Chemieindustrie und für den Verkehr zweimal nicht. Also das wird weiterhin grau bleiben. So, kommen wir zum dritten Punkt, Batteriefahrzeuge. Und hier ist natürlich in aller Munde, jeder spricht ja nur noch von der Lithium-Ionen-Batterie. Ne? Die Frage ist, wie kommt das denn? Wie kam das denn? Früher gab es ja noch Nickel-Metall-Hydrid-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien und sowas. Und das ist so ein bisschen in dem Diagramm hier gezeigt. Da sehen Sie hier in Rot, wie sich die Speicherkapazität entwickelt hat, seit der Einführung im Jahr 1991 durch Sony. Gleichzeitig sind die Kosten um Faktor 18 gesunken. Ja. Und das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung. Und allein wir haben allein in den letzten 10 Jahren sind die Kosten um 90% gesunken und die Kapazität hat sich verdoppelt. Und es geht immer weiter. Ja. Das heißt, hier ist eine Dynamik drin, wie Sie sie eigentlich bei keiner anderen Technologie derzeit wiederfinden. Gleichzeitig kann man das natürlich auch noch irgendwie abbilden auf sogenannten Kostenkurven. Die Frage ist, was kostet denn so ein Auto? Wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt? Und
Und da hat ein amerikanischer Ökonom mal für ein Batterieauto mit 350 bis 400 Kilometer Reichweite im Jahr 2014 gewagt, mal so eine sogenannte Kostenkurve über die Jahre zu erstellen. Damals gab es praktisch nur das Tesla Model S, hat $80.000 gekostet. Ja. Da hat er gesagt, naja, die Kostenkurve sieht so aus. Da haben sie ihn alle für verrückt erklärt oder haben ihn ausgelacht. Tatsächlich wurde dann 2019 das Model 3 vorgestellt mit $35.000. Das lag also schon mal hier, ja, ziemlich genau auf der Kurve, interessanterweise. Das hier ist der mittlere Wert von Verbrennungsfahrzeugen in den USA. Und jetzt im Ausblick 2022 müsste ja hier wieder was kommen. Und tatsächlich hat Tesla jetzt angekündigt, ein Nachfolger des Model 3 für $25.000, das sind also 20.000 € mit Mehrwertsteuer minus Förderung wären das 15.000 €. Ja. Und wenn Sie dann noch berücksichtigen, dass so ein Ding 1 Million Kilometer lang hält und Sie günstigere Verbrauchskosten haben, dann muss man sich schon fragen, wer kauft denn da noch einen Verbrenner? Ja. Interessant wird es dann auch am anderen Ende der Kurve hier, weil hier kommen wir dann langsam in den nächsten Jahren in den Bereich rein, der dann für Stationärspeicher sehr, sehr interessant ist. Es gibt ja jetzt schon riesige Stationärspeicher. In Kalifornien wird gerade einer aufgebaut mit 6 Gigawattstunden. Der kann also 1 Million Haushalte über einen Tag lang versorgen, ersetzt zwei Gaskraftwerke, ja, als Zwischenpuffer. Und davon werden wir noch mehr sehen, da bin ich mir relativ sicher. Okay, es gibt einige Sachen, die auch sehr kritisch diskutiert werden bei der Lithium-Ionen-Batterie, sind die Rohstoffe. Ja? Und einer der am häufigsten genannten Kritikpunkte, das ist also das Kobalt. Kobalt ist im Pluspol der Batterie, ist praktisch so ein Material, war ursprünglich mal reines Kobaltoxid. Und da geht dann das Lithium beim Entladen, wandert es so rein, während es beim Beladen in den Minuspol geht. Im Minuspol haben wir Graphit, das ist also auch so eine Schichtstruktur, in die das dann so reinkrabbelt. Und im Pluspol haben wir auch eine Schichtstruktur, allerdings dieses Metalloxid, dieses Kobaltoxid. Das Lithium wandert dann hin und her, je nachdem, ob die Batterie B oder entladen wird. So, man war sich schon in den ersten Jahren relativ sicher, dass Kobalt keine besonders gute Idee ist. Ja. Kobalt liefert zwar eine sehr hohe Spannung von der Batterie, das ist also 4 Volt oder sowas, aber es ist teuer, es ist giftig, und vor allem bei Großbatterien stellt es auch ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Deshalb hat die Forschung bereits in den 90er Jahren angefangen, Alternativmaterialien zu entwickeln, um den Kobaltgehalt zu verringern. Und das hat sich fortgesetzt. Wir haben diese Situation, wo wir 100% Kobaltoxid im Pluspol haben, heute eigentlich nur noch in Smartphones oder Notebooks. Das liegt daran, weil in Smartphones und Notebooks braucht man sehr kompakte Batterien, die müssen klein sein und Kobalt ermöglicht das. In Autobatterien ist die Situation ein bisschen entspannter. Was hat man gemacht? Man hat das Kobalt häppchenweise ersetzt durch die Elemente Nickel und Mangan. Ne? Das sogenannte Nickel-Mangan-Kobaltoxid. Erstmal im Verhältnis 1 zu 1 zu 1, also war noch ein Drittel Kobalt drin dann. Das war um das Jahr 2005 etwa, kam das auf den Markt. Dann waren es noch 20%, dann noch 10%. Und mittlerweile fahren die ersten Autos rum völlig kobaltfrei. Tesla hat jetzt auch angekündigt, in 75% seiner neuen Modelle null Kobalt zu verwenden. Hier sehen Sie, wofür Kobalt üblicherweise verwendet wird. Es geht also 8 bis 9% gehen tatsächlich in Elektroautos. Der überwiegende Teil, 35 bis 37%, gehen in Handys und Notebooks.
Und dann haben wir noch andere Sachen, die blaue Keramikfarben. Ne? Wenn Sie so eine Glasur haben und die ist blau, das ist Kobalt. Ja. Oder die ganzen Stähle. Ihr Zylinderkopf ist ein kobalthaltiger Stahl. Die Kurbelwelle ist kobalthaltig. Dein Schwefelungskatalysator wird mit Kobalt gemacht. Also Kobalt ist überall, wenn Sie so wollen. Und es ist auch in Magneten drin. Oder wenn Sie Bohrer oder Sägen haben, das sogenannte Schnellarbeitsstähle, das ist alles kobalthaltig. Ja. Das heißt, Kobalt hat also ein breites Anwendungsfeld. Am meisten geht rein in Handys und Notebooks. Der Anteil ist gerade in Arbeit, sage ich mal, der wird wahrscheinlich in einigen Jahren auf Null absinken. Dann haben wir noch die Frage, wie kann es denn weitergehen? Ne? Und wie bekommen wir denn nachhaltigere Materialien in die Batterie rein? Wie können wir das Kobalt ersetzen? Vielleicht auch das Nickel? Und was kann man dann tun? Und dazu muss man vielleicht wissen, dass in so einer großen Batterie, wenn man da reinschaut und nimmt es mal auseinander, sind eigentlich nur etwa 25% aus dem tatsächlichen Speichermaterial. Ja. Der Rest ist Verpackung und Zusatzstoffe, Hilfsstoffe. Ich habe das mal hier so ein bisschen gezeigt. Das ist so der Blick von oben auf so eine große Autobatterie. Im Augenblick sieht die aus wie hier links, ja, da sehen Sie lauter so Tafeln hier, das sind die sogenannten Batteriezellen. Überall hören Sie das Wort Batteriezellfabrik. Das sind die Dinger, die da hergestellt werden. Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie so ein bisschen eine größere Schokoladentafel. In der ist dann die eigentliche Speichereinheit drin. Das ist der Pluspol und der Minuspol, die Anschlüsse. Und dann stellen Sie so 16 oder 20 dieser Zellen in eine Box rein, die ein bisschen größer ist als ein Schuhkarton. Dann haben Sie das sogenannte Modul. Und dann packen Sie 16 dieser Module nebeneinander, verbinden das alles. Dann haben Sie den sogenannten Batteriepack, wenn Sie das alles in so eine Wanne stellen. Ja, und am Ende sind 75% von dem Ding Verpackung und 25% sind Aktivmaterial. Das hat man bisher so machen müssen, weil man keine Alternative hatte, damit die gut funktionieren. Jetzt ist es aber so, durch die Fortschritte in der Produktionstechnologie, in der verbesserten Präzision dieser ganzen Herstellung, ist es jetzt auch möglich, große Zellen zu bauen. Und zwar so wie hier. Dann haben Sie praktisch eine Platte, die ziehen Sie einfach vom einen Ende der Batterie zur anderen, legen da vier nebeneinander. Und ziehen die Zelle praktisch über den gesamten Batterie oder den sogenannten Batteriepack, wie man auch sagt. Und dadurch sparen sie eine Menge an totem Material ein. Sie kriegen viel mehr Aktivmaterial rein. Ja. Und das Ganze nennt sich Cell-to-Pack-Technologie. Das ist jetzt im Prinzip eingeführt worden durch die chinesische Firma CATL. Der weltgrößte Batteriehersteller und Tesla macht das auch mit seinen neuen Rundzellen, auch hier in Grünheide. Damit haben sie, ohne dass sie die Chemie geändert haben, praktisch einen Gewinn in der Energiedichte nochmal von 15-20%. Ja, wenn sie das gleiche Material wie bisher einsetzen, haben sie praktisch fast ein Viertel höhere Reichweite. Gleichzeitig sinken die Fertigungskosten, sie brauchen 40% weniger Teile. Das ist also ein Riesending. Ja. Und das ermöglicht neue Perspektiven, weil wir können jetzt auch hergehen und können sagen, durch diesen Raumgewinn, den wir in der Batterie haben, können wir auf einmal auch Materialien, die eigentlich sehr toll sind, weil sie billig sind, weil sie eine nachhaltige Zusammensetzung haben, weil sie sehr sicher sind, weil sie sehr lange halten, können wir jetzt verwenden, obwohl man sie früher nicht in Betracht gezogen hat. Und ein Beispiel davon ist das sogenannte Eisenphosphat, die Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Da hat die Firma BYD, das ist einer der großen chinesischen Hersteller, die sogenannte Blade Battery entwickelt, in der sie angeben, dass sie 50% mehr Raum für diesen Pluspol geschaffen haben. Ja. Und den füllen sie dann mit dem Lithium-Eisenphosphat, was man bisher nicht verwenden wollte, weil das Lithium-Eisenphosphat im Vergleich zu den anderen Materialien ist sehr leicht und fluffig, nimmt eine Menge Raum weg. Ja.
Und obwohl man es gerne in Hausspeichern und sowas verwendet, wo der Platz jetzt nicht so die Rolle spielt, hat man es im Auto eigentlich nie in Betracht gezogen. Ja. Aber jetzt mit der neuen Technologie kann man es verwenden. Und hier sehen Sie das Flaggschiff von der Firma. Das ist also so eine Mitteloberklasse-Limousine, designt von einem ehemaligen Designer von Alfa Romeo. Er hat 600 Kilometer Reichweite, ist in 4 Sekunden auf 100 und kostet 30.000 Euro. Ja. Da sind Sie dann schon in einem Bereich, wo ich mal sagen würde, das ist interessant. Ja. Und was auch noch dazu kommt, ist, diese Batterien sind sehr, sehr sicher. Sie können in diese Batterien einen Nagel reinschlagen. Also das ist ein typischer Sicherheitstest, der Nagelpenetrationstest. So einem hydraulischen Hebel wird also so ein Metallstift durch die Batterie durchgetrieben. Und normalerweise würde es dann hier so enden. Ja, das fängt dann an zu brennen, da gibt es einen Kurzschluss und sowas. Hier passiert praktisch nichts mehr. Ja. Das heißt, es ist sehr, sehr sicher. Sie können die Batterie auch verwinden oder verbiegen. In einem Unfall würde da auch dann nichts mehr anfangen zu brennen. Gleichzeitig ist es sehr, sehr billig. Das Eisenphosphat können Sie bergmännisch abbauen. Das ist ein Mineral. Interessanterweise kann man es auch aus Abwasser gewinnen. Und zwar nicht vor dem Hintergrund, Eisen zu gewinnen, sondern das Phosphat zu recyceln aus dem Abwasser. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass auch die Phosphatvorräte begrenzt sind auf der Welt. Und man überlegt sich deshalb Strategien, um Phosphat rückzugewinnen. Und man kann einfach, sag mal, ein Eisensalz in so ein Abwasser werfen und dann fällt da so ein weißes Pulver aus. Und das ist Eisenphosphat. Das können Sie dann praktisch in Ihre Batterie stecken. Ist ungiftig, Sie können sich es in den Kaffee rühren, da passiert nichts. Wir haben die Sicherheit angesprochen. Ein anderer Punkt ist, und das ist einer der Gründe, weshalb man es auch in Hausspeichern verwendet, Sie können es 5000 Mal B- und entladen, bevor die Kapazität auf 80% gesunken ist. 5000 B- und Entladung bei einer Batterie, die 500 Kilometer Reichweite bringt, wären 2,5 Millionen Kilometer. Soweit fahren Sie selten. Das heißt, Sie können mit der Batterie viel machen. Und wenn Sie nach 300.000 Kilometern sagen, ich will jetzt aber mal ein anderes Auto haben, dann ist die Batterie fast noch neu. Das heißt, Sie können auch mit einem hohen Wiederverkaufswert dann rechnen, wenn das dann tatsächlich mal kommt. Und ein wichtiger Punkt hier ist, Sie haben keine kritischen Rohstoffe mehr drin. Da ist kein Kobalt mehr drin und nicht mal Nickel, ja, sondern nur noch auf Eisenbasis. Da gibt es eine re regelrechte Materialdämmerung jetzt in dem Bereich, weil die ganzen Hersteller auf dieses Pferd jetzt auch setzen, inklusive Volkswagen. Sie haben hier auch die Entwicklung dieser Eisenphosphatzellen, wie sie weiterläuft. Tesla, wie gesagt, wird 75% seiner Flotte damit ausstatten. Renault und Fiat gehen drauf. Andere werden das auch tun. Das ist also ein riesiger Umbruch zurzeit im Gang. So, und das allerletzte, was es hier noch gibt und wo auch das Engineering und we weniger die Chemie eine Rolle spielt, ist das sogenannte Cell-to-Chassis-Design. Das ist so die nächste Stufe. Und das bedeutet nicht weniger, als dass man die Batterien nicht nur in diesem Batteriepack unter dem Fahrzeug platziert, sondern dass man die in die tragenden Teile von dem Fahrzeugchassis integriert. Und dadurch rechnet man, dass man nochmal 40% zusätzliche Kapazität gewinnen kann. So, am Ende der Kette ist dann nochmal die Frage, was machen wir denn eigentlich mit dem Lithium? Das ist ja auch immer noch drin. Und auch da gibt es Neuigkeiten zu berichten. Es gibt jetzt eine zunehmende Aktivität, die sich mit Natrium-Ionen-Batterien beschäftigt. Und das ist insofern interessant, weil Natrium ist ja praktisch in unbegrenzter Menge im Meerwasser vorhanden. Ja. Und also Kochsalz, sage ich mal, da haben sie keinerlei Ressourcenprobleme. Die hat ein paar interessante Features. Also das eine ist, man hat sie bisher noch nicht so entwickelt gehabt, dass sie stabil gewesen wäre. Das ändert sich jetzt gerade.
Und sie hat auch nicht die Speicherkapazität von der Lithium-Ionen-Batterie. Aber mit diesen neuen Maßnahmen, diesem Cell-to-Pack-Design und Cell-to-Chassis-Design, kann man sich vorstellen, dass man auch ein Auto hinbekommt, was eine vernünftige Reichweite hat. Und in dem Auto ist dann weder Kobalt noch Nickel noch Lithium noch sonst irgendwas mehr drin, sondern lauter häufige Bestandteile. Insgesamt muss man auch sagen, die wären noch mal deutlich billiger. Also man rechnet irgendwie etwa die Hälfte von den bisherigen Batteriekosten. Was ein sehr wichtiger Punkt ist, ist das Natrium, das flutscht besser in die Speichermaterialien rein und raus. Und die Speicherkapazität bei tiefen Temperaturen, worunter ja viele Elektrofahrer auch ein bisschen leiden, die beträgt ja im Augenblick 70% bei dem NMC-Material bei minus 20 Grad. Die wäre bei der Natrium-Ionen-Batterie bei 90%. Das heißt, da hätten sie fast keinen Verlust. Sie könnten auch bei tiefen Temperaturen schnell laden. So, damit bin ich jetzt erstmal durch. Ich wollte erstmal hier noch eine Zusammenfassung geben. Also generell kann man, glaube ich, sagen, dass es eine Abkehr gibt von kritischen Rohmaterialien und dass man versucht, die Fertigungskosten zu verringern. Da bin ich jetzt nicht so genau drauf eingegangen. Das heißt, man wird zunehmend billigere, häufiger vorkommende Materialien verwenden und Fertigungsprozesse mit geringerem Energieaufwand etablieren. Ich spreche da nicht von ein paar Prozent, sondern da geht es wirklich um mehrere 10%. Es sind Verbesserungen zu erwarten im Batteriebereich durch bessere Pluspole, durch bessere Minuspole, vielleicht auch durch die Festkörperbatterie, wenn die mal kommt. Auch das Engineering kann hier viel bewirken. Und wenn ich die ganzen möglichen Verbesserungen, die ja zurzeit schon in der vorindustriellen Entwicklung sind, wenn ich die alle übereinander stelle und vergleiche die jetzt mit einer 400 Kilometer Reichweitenbatterie von heute und stelle diese 20, 10, 40, nochmal 40% Verbesserungen übereinander, dann komme ich also allein durch die Maßnahmen, die im Augenblick in der Vorbereitung sind, auf 1000 Kilometer. Und dann haben wir das Problem, glaube ich, gelöst. Wir haben ausreichend Speicherkapazität, wir haben ausreichend Reichweite, wir werden auch schnell laden können. Wir haben keine kritischen Rohstoffe mehr drin und die Dinger werden noch sicherer sein als heute. Also der Stand heute ist immerhin schon so, dass man sagt, also wenn man Versicherer fragt, brennen Elektrofahrzeuge pro gefahrenem Kilometer etwa 20 Mal seltener als die sogenannten Verbrenner. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Geduld. Ich habe es gnadenlos überzogen, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass Sie noch ausreichend frisch und dabei sind. Ich verweise hier auf so ein paar Webseiten, wo Sie Aktivitäten von uns sehen. Das ist die Webseite von meinem Institut. Das sehen Sie hier so im Hintergrund. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Hallo, hört man mich wieder? Ja. Super, dann ganz kurz eine Frage, weil vielleicht ein bisschen provokativ von einer Person, als Sie erklärt haben, Thema Wasserstoff in Fahrzeugen, warum versteht es niemand? Warum verstehen das die Leute in der Politik nicht oder wollen es nicht verstehen? Und da Hans-Peter Behrens, MDL, bald weg muss, haben wir ja jemand aus der Politik da. Und dann könnte ich den gleich mal einbinden, damit er vielleicht dazu was sagt. Ich denke, er kann kurz. Also ich glaube, es gibt so ein Missverständnis, dass man muss halt vorsichtig sein. Also ich glaube, dass Wasserstoff ein sehr sinnvolles Element ist. Ja? Und dass wir bestimmte Anwendungen vielleicht vorzugsweise mit Wasserstoff machen sollten. Aber es werden halt immer weniger. Ja? Und im Transportbereich. Da würde ich jetzt bei Schiffen oder Flugzeugen, wenn ich es eher E-Fuels sehen, obwohl die sehr, sehr teuer sind. Und der Rest wird wahrscheinlich voll elektrisch sein. Die ganze Chemieindustrie braucht unbedingt grünen Wasserstoff. Die Stahlproduktion braucht unbedingt grünen Wasserstoff. Die Frage ist, was darüber hinaus noch notwendig ist.
Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe mich auch vor der Wahl mal auf Twitter auch unterwegs mit dem energiepolitischen Sprecher der drittgrößten Partei im Bundestag auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass dem solche Wirkungsgradvergleiche oder eine Sinnhaftigkeit von einer Technologie, für die man fünfmal so viele Windräder braucht, dass es dem gar nicht bewusst ist. Und das hat mich schon gewundert, dass also Leute, die eigentlich für diesen Bereich stehen, vom fachlichen Hintergrund eigentlich völlig unbelegt erscheinen. Aber okay. Ja, dann würde ich, wenn ich darf, kurz loslegen. Ja, schönen Abend zusammen. Vielen, vielen Dank für den Vortrag und auch Nico an dich, dass du das organisiert hast. Ich fand das sehr, sehr interessant. Aber ich muss auch zugeben, es hat mich in dem bestätigt, was ich für ein Bild habe im Augenblick. Sie haben das sehr gut untermauert, auch mit Zahlen. Aber es bestätigt mich in vielem. Ich denke, dass der Thomas Henschel nachher vielleicht zu dem ein oder anderen Thema vielleicht sogar noch besser was sagen kann. Also ich sehe es auch so, dass Wasserstoff im Prinzip nur für Sonderanwendungen bzw. Industrie in Frage kommt und in kleinen Teilen der Schwerlastverkehr. Das deutet sich so an. Und wir werden, so wie es aussieht, wohl bis zu 60% importieren müssen, weil wir das nicht hinbekommen, den tatsächlich, den wir da brauchen, in ausreichender Menge im eigenen Land zu produzieren. E-Fuels sehe ich inzwischen auch als absolute Ausnahme an. Das heißt, zum Beispiel Langstreckenflüge, kann man sich sowas vorstellen. Also in Einzelfällen wird man es brauchen, sage ich jetzt mal. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich davon ausgehe, dass ich praktisch alle PKWs batterieelektrisch fahren werde, vermutlich ab einem bestimmten Zeitpunkt und doch gewisse Teile des Schwerlastverkehrs, dann muss ich natürlich schauen, dass ich so schnell wie möglich jetzt wirklich erneuerbare Energien ausbaue als Basis dafür. Das heißt natürlich Aufdachanlagen PV, das heißt natürlich Wind, aber auch ergänzt um Agri-Photovoltaikanlagen, Photovoltaikanlagen auf schlechten Böden, von mir aus auch auf Baggerseen und sicherlich auch in einem gewissen Maß noch Wasserkraft. Da muss man einiges schauen, dass man da noch vorankommt. Ich wollte aber auch erwähnen, das Thema, das Land Baden-Württemberg will Phosphorrückgewinnung weiter betreiben, als Rohstoff für zum Beispiel Batterien oder andere Dinge. Ich möchte ganz gern an der Stelle auch dieses Thema Lithiumgewinnung, das bei uns ja jetzt gerade hier in der Region ein Thema ist, wo CO2-frei, also klimaneutral und umweltschonend Lithium aus Thermalwässern gewonnen werden soll, also mit Tiefengeothermie. Vielleicht bekommt es in dem Zusammenhang einfach nochmal die richtige Bedeutung. Und ich finde auch recht wichtig, hier am Erpark gibt es eine Überlegung, Wasserstoff zu produzieren, eventuell mit einer gewissen Menge E-Fuel für Flugzeuge. Wir brauchen ja auch zum einen mal einen Start in die Technik. Das passt jetzt nicht zum PKW, aber wir brauchen auch einen Start in die Wasserstofftechnik, dass wir überhaupt mal grünen Wasserstoff hier haben. Wir haben ja gar keinen. Also wir brauchen dringend auch mal eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff zum einen, aber auch für die Übergangszeit vielleicht in Teilen eben E-Fuels oder vielleicht sogar längerfristig, die dann ortsnah produziert werden. Das finde ich auch ein Aspekt, wo man dran muss, also wo man einfach was tun muss. Und was mich aber auch an den Aussagen gerade noch bestätigt hat, ich erlebe im Landtag immer wieder, dass die FDP nach Wasserstoff schreit, also eben für Fahrzeuge zum Beispiel und, oder E-Fuels und die AfD sowieso. Und ich bin auch entsetzt darüber, wie wenig die über die Wirkungsgrade wissen und über die Prozesse, die notwendig sind, das zu erzeugen und über das Gesamtkonzept. Also herzlichen Dank für die vielen Infos. Und ich freue mich auch, wenn wir die Folien bekommen könnten. Die wären sehr hilfreich. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Darf ich zu dem Thema vielleicht noch was sagen? Also es wird ja auch oft Frage gestellt, wo kriegen wir denn überhaupt diese ganze Energie her? Ja? Schaffen wir das denn überhaupt, irgendwie die Fahrzeuge alle mit elektrischem Strom zu versorgen?
Dazu muss man wissen, unser Strommarkt im Augenblick in der Bundesrepublik beträgt etwa 600 Terawattstunden pro Jahr. Wenn Sie alle 48 Millionen Pkw mit der gleichen Laufleistung wie bisher betreiben möchten, brauchen Sie zusätzlich etwa 130 bis 50 Terawattstunden. Das heißt, das sind 25%. Ja. Ein Viertel müssen Sie zubauen innerhalb der nächsten 20 Jahre. Ja, das heißt, Sie müssen pro Jahr 1% zubauen. Gleichzeitig sparen Sie die fossilen Kraftstoffe ein. Das sind 750 Terawattstunden. Ja. Sie brauchen 130 zusätzlich, sparen Sie 750 ein. Was wir hier angehen, ist das größte Energiesparprogramm der Geschichte, was wir jemals hatten. Ja. Was anderes kann man sich gar nicht vorstellen. Dazu kommen natürlich noch die stationären Bereiche. Aber lassen Sie mich zum Lithium noch mal was sagen. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass man da im Reingraben das versucht. Dem Lithium wird ja immer so ein Geruch angehängt. Ja, das ist eine riesige Umweltbelastung, was da gemacht wird. Ich muss es mal erklären. Also der größte Teil des Lithiums stammt im Augenblick sowieso aus Bergwerken. Was kritisiert wird, ist die Lithiumgewinnung aus den Anden am Atacama-Stausee. Da macht man das so, dass man unterhalb dieser Salzkruste das Salzwasser hochpumpt, in große Pfannen leitet, also große Becken, und dann kommt die Sonne und lässt es einfach verdunsten. Und dann fällt das Salz langsam aus, da fällt dann zuerst Kochsalz aus. Das ist übrigens unser Streusalz, das kommt zum großen Teil auch von dort. Ja, und dann sukzessive, bis dann das Lithium ausfällt. Das kratzt man dann so zusammen auf Haufen und das muss dann nochmal gewaschen werden. Dafür braucht man Süßwasser. Ja. Jetzt kenne ich auch die Fernsehberichte, die auch im Öffentlich-Rechtlichen immer wieder gebracht werden. Da wird dann irgendwie, wenn dann so Landschaften gezeigt und dann mit einer Musik untermalt, dass man denkt, da kommt jetzt gleich eine Herde Orks um die Ecke. Und dann wird also gesagt, dass das alles ganz furchtbar ist. Was Tatsache ist, ist, also mich hat es interessiert. Ich hatte tatsächlich mal die Gelegenheit, auch mit einem Wissenschaftler aus der Gegend zu sprechen. Und das hat mich stutzig gemacht, weil ich habe dann gefragt, wie sieht denn das aus bei euch? Was ist das mit dem Lithium und dem Grundwasser? Er sagte, ja, also sie glauben, dass das Lithium da einen Beitrag macht zur Grundwasserabsenkung, aber das ist nicht unser Problem, sagt er. Dann sage ich, was ist denn euer Problem? Er sagte, das Problem ist im Nachbartal, heißt Chuquicamata und ist eine der weltgrößten Kupferminen. Und die braucht nämlich 8-mal so viel Wasser wie die gesamte Lithiumproduktion. Ich habe mir daraufhin dann die Originalzahlen besorgt vom chilenischen Minenministerium, weil ich wollte es dann mal schwarz auf weiß haben, wie viel Wasser da tatsächlich verbraucht wird. Und da stellt sich raus, die Lithiumproduktion braucht im Prinzip genauso viel Wasser wie die Hotels, die an diesem Salzsee sind. Ja? Und die Kupferproduzenten, die brauchen 8-mal mehr. Und das sehen Sie auch, wenn Sie die Grundwasserstände dort angucken. Die sinken tatsächlich, und das ist auch beunruhigend, aber die sinken schon seit 1960er Jahren. Ja? Damals gab es noch keine Lithium-Ionen-Batterie. Und das liegt tatsächlich an der Kupferproduktion. Sie finden auch in der Presse Berichte von 1990er Jahren, wo es riesige Proteste gibt, genau in der Region, weil es heißt, die Kupfer trocknet die ganze Gegend aus. Ja. Das Lithium macht sicher noch einen Beitrag dazu, aber er ist vergleichsweise gering zu dem, was da eigentlich passiert. Jetzt kommt die gute Nachricht. Das chilenische Minenministerium ist ziemlich picky, was die Wasserverbräuche in dieser Gegend angeht, weil das ist die trockenste Gegend auf der Erde. Und die haben jetzt die Kupferproduzenten dazu verdonnert, für Abhilfe zu sorgen. Und deshalb ist vor anderthalb Jahren, ist die größte Meerwasserentsalzungsanlage Südamerikas, haben die in Betrieb genommen. Die schicken pro Minute 300 Kubikmeter Reinstwasser hoch an den See, um die Aquifere zu entlasten. Und seitdem sieht es wieder besser aus. Ja. Nur mal so als Perspektive. Stefan Hubertus hat die Frage gestellt, ob denn bei
elektrischen Batterie, chemisch-elektrischen Batteriespeichern im Ladungswirkungsgrad noch Optimierungspotenzial besteht? Ja, also das Ganze hängt so ein bisschen zusammen mit dem sogenannten Innenwiderstand. Das ist wie, wenn Sie einen Heizlüfter haben, da glüht auch irgendwas innen drin. Also wenn da ein Widerstand ist, durch den Strom fließt, entsteht Wärme. Und die Wärme ist dann einfach der Verlust. Wir haben bei den Materialien noch ein gewisses Verbesserungspotenzial, insbesondere dann, wenn es gelingt, den Wechsel von der Lithium-Ionen-Batterie zur Natrium-Ionen-Batterie zu machen. Natrium ist größer als Lithium, ist auch schwerer, aber es ist auch irgendwie weicher. Das flutscht besser rein und raus in die Materialien. Und da ist die Wärmeentwicklung beim Beladen ist einfach geringer. Und das ist eine Perspektive auf höhere Wirkungsgrade. Also wir sehen es ja schon bei Minusgraden, wäre also die Restkapazität von einer Natrium-Ionen-Batterie 90%, von einer Lithium-Ionen-Batterie im Augenblick 70% bei minus 20 Grad. Chiron fragt nach der Redox-Flow-Batteriespeichertechnologie. Spielt es noch irgendwo eine Rolle? Redox-Flow ist, sag mal, in der Mache für stationäre Speicher. Ne? Also für die Leute, die es nicht kennen, da hat man praktisch zwei große Tanks, in denen eine Flüssigkeit drin ist. Die eine Flüssigkeit ist beladen, die andere ist entladen. Und man schickt es durch einen sogenannten Konverter durch und dabei kann man elektrischen Strom gewinnen. Das ist wie ein bisschen so eine Mischung aus Batterie und Brennstoffzelle. Der Vorteil ist, man kann da einfach große Tanks nehmen und kann diese Flüssigkeit da reinführen. Das Problem ist ein bisschen, dass die Speicherdichte nicht besonders hoch ist. Das heißt, man braucht dann also einige große Kubikmeter an Tanks, um jetzt irgendwie ein paar Haushalte zu versorgen. Das ist ein bisschen nachteilig und dann natürlich auch teuer. Aber das ist ein Feld, an dem auch heftig gearbeitet wird. René Deigler fragt nach der Verfügbarkeit von der Ressourcen. Sie haben angesprochen, Natrium kein Problem, Kobalt wahrscheinlich bald kein Problem, aber wie sieht es im Status quo aus, sage ich mal? Also am kritischsten ist Kobalt. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wäre das Kobalt, ich sag mal, bis 2035 ziemlich alle. Ja. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um Autobatterien, sondern es geht vor allem auch um die anderen Anwendungen. Und das ist ja einer der Gründe, weil man das eigentlich verabsehen kann, weshalb man jetzt also wirklich komplett rausgeht aus Kobalt. Die großen Hersteller, die machen alle kobaltfrei oder haben dann vielleicht noch, also die aktuellen Tesla-Batterien, die haben nur noch 2,8% Kobalt im Pluspol. Da ist man fast schon raus. Und das Lithium, gut, Lithium gibt es relativ häufig. Ja. Also die großen Vorkommen in Südamerika, die würden noch die nächsten 60 Jahre reichen. Aber es werden jetzt überall auf der Welt auch andere gefunden, wie bei uns im Rheingraben. Das addiert sich dazu. Ja. Also bei Lithium haben wir weniger das Problem. Dieter stellt gleich zwei Fragen. Zum einen fragt er nochmal, was ist mit dem FeO, Eisenoxid? Auf sie in der Batterie genau auf sich hat und wo und wie wird denn Energie eingespart, wenn man auf elektrische Antriebe setzt? Naja, die Energie wird vor allem dadurch eingespart, dass man nur wenige Prozessschritte hat. Also ich habe ja vorhin gesagt, man kann ja praktisch fast ungebremst von der Solarzelle in die Batterie gehen. Und von der Batterie geht es direkt auf den Elektromotor im Rad, mehr oder weniger. Ja, wenn ich andere Techniken verwende, habe ich eben diese ewig lange Prozesskette und in jedem Schritt verliere ich wieder was. Ja. Es ist also nicht so, dass man bei der Batterie nichts verlieren würde. Da verliert man auch. Aber man verliert halt deutlich weniger als die anderen. Ja, mit den anderen, da heizen wir vor allem die Umwelt. Ich habe eben gerade eine sehr interessante Frage im Chat aufpoppen sehen. Da war noch die Frage mit dem Eisenoxid. Also das Eisenoxid, über Eisenoxid haben wir nicht gesprochen, Eisenphosphat vielleicht. Eisenphosphat, ach so, ja. Stimmt. Ja. Und wie war die Frage nochmal?
was es damit auf sich hat. Was es damit auf sich hat. Mhm. Eisenphosphat gibt es als natürliches Mineral, als sogenannter Heterosit, der bergmännisch abgebaut werden kann. Es ist ein weißes, ungiftiges Mineral mit Olivinstruktur und gilt als unkritisch. Und es ist billig. So, welche Frage haben Sie gesehen? Ich beantworte sie gern. Ja, das ist da poppen mir, die ja. Leute sind ja echt toll dabei, Mensch. Jetzt muss ich eben mal irgendwas. Gibt es schon genug Batteriewerke in Europa? Ja. Das ist eine interessante Frage. Also ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren, da musste man sozusagen den Jäger zur Jagd tragen. Und das ist ja auch der Grund, Sie haben das vielleicht mitgekriegt, da gab es diese Entscheidung für die Forschungsfabrik Batteriezelle, ja, in der ich praktisch auf Ulmer Seite aktiv war und einen Antrag geschrieben habe. Dieses Fachgremium hat es eigentlich bewilligt, aber dann ging es nach Münster. Naja, auf alle Fälle wollte man der Industrie helfen, die ganzen Widerstände zu beseitigen, damit die da leichter reinkommen. In der Zwischenzeit hat die Firma CATL entschieden, in Thüringen eine Gigafactory aufzubauen. Also direkt, sagen wir, ins Herz des Autolandes Deutschland. Und bisher war das Argument immer, ja, wir sind ja Automobilhersteller, es kann doch niemand von uns erwarten, dass wir uns mit Batterien beschäftigen. Und das ist ja definitiv nicht unsere Kernkompetenz. Ja, und wenn, dann kaufen wir das aus China oder aus Korea. Und CATL ist dann hergegangen und hat gesagt, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn, die Dinger in China zu produzieren, wenn die in Deutschland gebraucht werden. Die müssen vor Ort produziert werden. Der Transport ist viel zu gefährlich, zu aufwendig und alles zu teuer. Wir produzieren das vor Ort. Und dann hat es geklickt bei einigen. Und mittlerweile ist es so, dass alleine in Deutschland sind 9 Gigafactories geplant bzw. in Arbeit. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem so viele Gigafactories in Arbeit sind als in Deutschland. Das heißt, Deutschland hat sich jetzt tatsächlich komplett umgedreht und hat sich vom großen Zauderer praktisch zum Musterknaben entwickelt. Mhm. Es gab ganz viele Fragen zum Recycling. Ich glaube, die kann man zusammenfassen in der Frage, wie sieht es mit dem Recycling aus? Ich kenne auch den ja. Aspekt, dass wenn die Batterien immer günstiger werden, lohnt sich dann überhaupt noch Recycling? Sehr gute Frage. Also erstens mal zum Zeithorizont. Also wenn Sie heute ein Elektroauto kaufen, ja, dann kann die Batterie etwa 2000 Vollzyklen, also B- und Entladezyklen. Das heißt, mit einer 500 Kilometer Reichweite Batterie haben sie eine 1 Million Kilometer oder so. Das brauchen sie in der Regel nicht. Das heißt, wenn sie nach 10 Jahren oder so das Fahrzeug mal wechseln, dann ist die Batterie eigentlich noch sehr gut intakt. Und diese 2000 Zyklen heißt auch nicht, dass die Batterie hinterher kaputt ist, sondern ist die Speicherkapazität auf 80% abgezogen. Das heißt, sie lebt immer noch. Was man dann macht, und das sind auch Projekte in Arbeit zurzeit, ist das sogenannte Second Life. Da fristet dann die Batterie gewissermaßen ein entspannteres Rentnerdasein in einem großen Windpark oder in einer Photovoltaikanlage und arbeitet da noch als Zwischenpuffer auch nochmal 5 bis 10 Jahre. Das heißt im Klartext, die Batterien, die jetzt in die Fahrzeuge gehen, die kommen etwa ab Mitte der 2030er Jahre zurück ins Recycling zum Beispiel. Und das heißt, bis dorthin müssen wir aufgestellt sein. Es gibt verschiedene Wege, Batterien zu recyceln. Möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber die erlauben letzten Endes eine Recyclingquote von 95, perspektivisch vielleicht sogar 98% des Materials. Also wenn Sie ein Batteriefahrzeug recyceln, am Ende bleiben 30 Kilogramm unrecyceltes Material übrig. Der Rest ist alles, geht alles im Kreislauf. Wenn Sie ein Verbrennungsfahrzeug recyceln, was Sie nicht recyceln können, ist der Brennstoff.
dann summiert sich die Menge an nicht recycelbarem Material auf 17 Tonnen, weil Sie müssen den Treibstoff dazu zählen. Ja. Nur mal so als Vergleich. Also, es werden sehr viele Fragen gestellt. Falls ich irgendwas übersehe, dann dürft doch gerne auch ein bisschen nerven mit und die Frage nochmal stellen. Es kann sein, dass ich die ein oder andere übersehen habe. Joachim Heck fragt wegen der Serienreife. Er ist selber Chemiker, ich kenne ihn. Er hat schon zu frühe Tage gehört, dass bald Serienreife von Brennstoffzellen erreicht wäre. Aber bisher so richtig sieht man noch nichts. Er fragt, woran liegt das und steht da was in Aussicht? Die Brennstoffzellen sind schon lange serienreif. Auch kaufbar. So. Also ich bin mit einem Neckar B schon irgendwie Anfang der 2000er Jahre irgendwie in Stuttgart über einen Schlossplatz gerauscht. Das Problem ist nicht, dass die nicht technisch zu wenig ausgereift werden. Das Problem ist, dass sie zu teuer sind. Und dass sie vielleicht auch noch Haltbarkeitsprobleme haben, wobei sich das gerade bessert. Markus Huster spricht nochmal das Thema Lithiumgewinnung im Rheingraben an. Bei uns wird das durch die Bank weg abgelehnt von allen, also ich sage nicht von der Bevölkerung grundsätzlich, glaube ich nicht, aber vor allem von den Kommunen, also von der politischen Kommunen, Kreisen, wird es allesamt abgelehnt und da wird eben das Thema Erdbebengefahr angesprochen, dass man eben da Bedenken hat, dass eben Erdbebengefahr besteht, wenn man da Tiefengeothermie betreibt. Haben Sie da irgendwie Kenntnisse zu dem Thema? Also ich bin jetzt kein Geologe. Ich weiß, dass in Bruchsal ein laufendes Projekt gibt mit der Firma Vulkan. Da hat man anscheinend weniger Bedenken. Ich glaube, da ist halt viel Mist gebaut worden in der Vergangenheit, was Geothermie angeht. Wenn ich mir also die Beispiele angucke in Laufen, ja, oder was auf der elsässischen Seite da passiert ist, wo sie also völlig hanebüchen durch irgendein Gestein gebohrt haben, wo jeder Fachmann eigentlich sagen muss, das muss schief gehen. Und es ging schief. Da muss ich einfach sagen, man kann auch Geothermie betreiben, ohne diese großen Risiken. Ja, aber da bin ich jetzt zu wenig Fachmann, um da jetzt kompetent was dazu sagen zu können. Herr Henschel hat was dazu zu sagen. Ist gleichzeitig der Sprecher für E-Mobilität, nehme ich auch gleich dran. Da kann vielleicht auch was zu dem Thema, auch sehr umstrittenen Thema E-Way, wo wir auch betroffen sind, vielleicht auch gleich noch ergänzend was dazu sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, also erstmal vielen Dank, lieber Nico, für die Einladung hier zu dieser Veranstaltung. Vielen Dank, Herr Professor Fichtner, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier heute Abend referieren. Ich hatte Sie ja schon mal bei mir in einer Fachveranstaltung für Politiker und das war damals schon einer von den Vorträgen, wo ich mir unheimlich viele Informationen rausgesaugt habe, die ich immer wieder jeden Tag in meinen Diskussionen anwende. Und es ist heute nicht weniger geworden, um es mal so zu sagen. Ja, freut mich sehr. Ja, ich wollte zu diesem Thema Vulkan bzw. Lithiumgewinnung im Rheingraben, weil das ja auch eine politische Fragestellung ist, die dahinter steckt, vielleicht zwei Sätze sagen. Also ich bin mit dieser Firma Vulkan im Kontakt. Was die anders machen, als das jetzt da in Laufen der Fall war und übrigens wohl auch in Staufen, ist, dass die eine sehr, sehr genaue Erforschung des Untergrundes in dreidimensionaler Form vornehmen. Das heißt, die gucken schon sehr genau, dass sie möglichst nichts treffen, was irgendwie gefährlich sein könnte und zu Erdbeben führen könnte, wenn man da Druck aufbaut bzw. Wasser rauszieht. Und mein Eindruck war, dass sie das sehr sorgsam machen. Deswegen wäre es schon wichtig, dass man jetzt in der breiten Bevölkerung einfach auch mal die zu Worte kommen lässt und nicht nur einfach auf die Negativfälle zeigt. Also auch da ist unsere Information, der Hans-Peter setzt sich da auch sehr stark für ein, die Sie auch mitgeteilt haben, Herr Professor Fichtner, dass es also damals wirklich schlampig aufgebaut worden ist. Dieses Thema. Man hat viel gelernt. Ja. Man hat also, genau.
Und das ist, und da müssen natürlich auch die Bergbaubehörden, die dafür zuständig sind, die müssen da drauf gucken. Ist übrigens spannend, weil das politisch natürlich, die Gemeinden sagen, nein, wir genehmigen das nicht, die Gemeinden haben es aber nicht zu genehmigen. Dennoch bin ich der Auffassung, man muss hier einen echten Bürgerdialog durchführen. Ganz generell sage ich mal so, wir müssen zusehen, dass wir in erster Linie weniger Verkehrsmobilität erzeugen. Das gilt für mich im Güterverkehrsbereich diese unsäglichen Bestelldienste, wo Sachen hin und her transportiert werden, am Ende noch vernichtet werden. Es gilt aber auch für die individuelle Mobilität. Also von daher wünschte ich mir schon, dass wir eben auch wirklich uns da ein bisschen einschränken. Das ist, glaube ich, das Erste, was man mal politisch sagen muss. Aber Mobilität ist wichtig. Mobilität wird es zukünftig geben. Es wird sie auch in ganz anderen Ländern noch viel mehr geben. Und deswegen ist es ja völlig richtig, dass wir uns genau mit der Frage auseinandersetzen, wie ist man denn klugerweise elektromobil oder mobil unterwegs? Und da ist die Offenheit, die Technologieoffenheit immer so ein schönes Stichwort, was gegen, ich sage es mal so ehrlich, uns Grüne vorgebracht wird, weil wir uns vorhält, wir würden da nichts tun. Was fatalerweise zur Folge hat, dass wir jetzt natürlich auch irrsinnig viel Geld in diese Wasserstofftechnik rein investieren oder vor allem die Brennstoffzellentechnik. Und Herr Professor Fichtner hat es gesagt, dass Daimler hat die Dinger alle fertig durchkonstruiert. Also ich selber habe mir mal nur optisch ein Bild davon machen können, könnte man irgendwo einbauen. Aber was man halt sieht, ist erstens wahnsinnig teuer, vor allem weil da auch ein paar sehr seltene Rohstoffe, Erden und so weiter mit drin sind. Und zum Zweiten, weil es halt auch unheimlich viel Arbeitskraft bindet. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eines der wichtigen Argumente, die man gesamtwirtschaftlich auch sehen muss. Das Elektroauto ist einfach, ich sage mal, nicht einfacher, aber einfacher zu bauen. Und das wird sicherlich auch ein Argument für die Industrie gewesen sein, da etwas lockerer da hineinzugehen. Aber für mich das Entscheidende ist aber das Argument, dass die Brennstoffzelle eben auch nach 40 Jahren Entwicklung noch nicht so weit ist, dass wir sie auf dem Markt hätten. Denn wenn es das gäbe, dann hätte man das schon gemacht. Und dann kommt immer das große Argument vom Mittelstand, die diese Zulieferergeschichte machen, die zeichnen dann das Bild von der Sahara, malen ein kleines Quadrat rein und sagen, das reicht aus, um die gesamte Energiebedarf von Deutschland mit Sonnenenergie zu decken. Da gibt es für mich nur zwei Fragen. Erstens, das ist halt der heutige Bedarf, aber Herr Professor Fichtner hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, das sind auch Berechnungen von dem linksgrün versifften Bund der deutschen Industrie, Bundesverband der deutschen Industrie. Wir bräuchten mindestens so viel Energie, wie wir jetzt haben, nur um die Industrie mit Wasserstoff zu versorgen. Und dann haben wir noch keinen Meter Strom mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Also das muss man sich einfach politisch klar machen. Aber, und die Frage kam vorhin auf, wie wird es im Moment politisch eingeordnet? Und da muss man ganz klar sagen, es ist halt sehr einfach zu erklären, dass wenn ein Elektromotor in ein Auto eingebaut wird, dass da so und so viel 100 Stunden weniger Arbeitszeit drin stecken. Und das heißt in der politischen Alltagsdiskussion, wer in die Elektromobilität geht, schafft Arbeitsplätze ab. Das ist zu kurz gesprungen. Tatsächlich ist es so, dass er an dem Auto dafür aber ganz andere Dinge dranhängt. Und das Allermeiste, ich sage mal, was hier bei uns in Rastatt beispielsweise produziert wird, hat mit Verbrennungstechnik nichts zu tun, sondern es ist Zusammenbauen von Autos. Das wird auch künftig stattfinden. Und dazu kommt eine Menge an Steuerungselektronik und. Und was jetzt finde ich immer spannend, auch das Thema Recycling, Batterierecycling wegen der Rohstoffe. Also ich glaube, da sehen wir nicht weniger, sondern einem eher größeren Potenzial gehen. Das ist aber politisch einfacher im Moment zu erklären. Deswegen wird es von bestimmten Parteien, also vor allem die Gelbe Partei, immer so nach vorne gebracht. Hans-Peter hat es vorhin erwähnt, das ist aber, wenn man vernünftig dran ginge, so wie man zum Beispiel das Thema mit dem Ozonloch geregelt hat oder auch mit den oberirdischen Atomtests, ja, wenn man da vernünftig dran gehen würde und alle Parteien und auch Luftreinhaltung in den Innenstädten, alle Parteien an einem Strang ziehen würden, dann wäre das gar kein Thema. Da hätten wir 0,0 die Infrastruktur dafür vorbereitet und ich sage mal, die Elektromobilität ist da sicherlich aus meiner Sicht das Einzige, was im Individualverkehr und auch im Güterverkehr sinnvoll ist. Jetzt ganz kurz noch zu der Oberleitung.
Nico, ja, das ist ja hier hoch umstritten, wobei, wenn man mit den Leuten diskutiert, ernsthaft darüber diskutiert, dann bleibt am Ende immer nur übrig, naja, es sieht halt hässlich aus. Faktisch ist es einfach so, dass wir in der Testphase sind. Es hat den großen, hat zwei, aus meiner Sicht zwei große Vorteile. Erstens, das Gewicht der Batterie muss nicht in voller Größe im Auto mitgeschleppt werden. Man kann sogar die Batterie noch während der Fahrt laden, wenn es dann mal richtig funktioniert, sodass man im Grunde genommen die Fahrzeit verlängern kann und das Fahrzeug viel mehr im Verkehr einsetzen kann, was dann wiederum ressourcensparend wäre. Aber ob das jetzt in einem Gesamtvergleich wirklich so ist, das müssen wir uns anschauen. Also wir brauchen da Irrsinnsmengen an Kupfer. Herr Professor Fichtner, das ist ja möglicherweise ein Problem, ein begrenzendes Problem, was wir da haben könnten. Das wäre so ein bisschen meine Frage, die sich da stellt. Aber wenn die Technik richtig läuft, dann bin ich davon überzeugt, dass es für die Elektrifizierung des Güterverkehrs, der sich nicht auf die Schiene verlegen lässt und nicht Kurzstrecke ist, auf jeden Fall eine vernünftige Lösung ist, auf die wir wahrscheinlich sogar so der BDI auch angewiesen sind. Und ich sehe das schon, dass man auf bestimmten Strecken genau diese Technik zum Einsatz bringen wird künftig. Professor Fichtner, möchte sie auf die Frage mit dem E-Way gleich oder mit dem, möchten Sie da gleich drauf eingehen? Da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist nicht meine Baustelle. Im Prinzip ist es richtig, was Herr Hen schon gesagt hat. Man kann dann natürlich man hat mehr Freiheitsgrade, was Design von der Batterie angeht, weil man hat dann für die große Strecke hat man praktisch einen direkten elektrischen Antrieb über die Oberleitung und dann braucht man die Batterie halt noch, um die Verteilung zu machen abseits der Route. Also insofern kann man da bei der Batterie gewinnen, hat halt einen Aufwand bei der Oberleitung, was das dann in der Umsetzung bedeutet. Da halte ich mich raus, kenne ich mich zu wenig aus. Okay. Reinhard Habichtsberg fragt zum Wasserstoff generell als Energiespeicher. Ist denn zum Ausgleich fluktuierender erneuerbarer Energien eine sinnvolle Technologie? Also tatsächlich ist es so, man kann sich vorstellen, dass man im Stationärbereich, zum Beispiel in diesen Salzkavernen. Also da gibt es also riesige Hohlräume in Norddeutschland, in so diesen Salzdomen, 300 Meter lang und 50 Meter Durchmesser, also riesige. Die werden im Augenblick als nationale Erdgasspeicher verwendet. Die können wir im Prinzip auch für Wasserstoff verwenden, das ist eine relativ sichere Sache. Aber also die hätten dann tatsächlich auch das Potenzial, große Teile von dem Netz zwischenzupuffern. Was das Ganze dann kostet oder sowas, kann ich nicht sagen. Es wird aber auch, also wenn es tatsächlich so kommt, wie ich da gezeigt habe mit dieser Kostenkurve, wenn wir in ein paar Jahren auch die Möglichkeit haben, elektrochemische Großspeicher zu projektieren, die jetzt nicht kostenmäßig nicht aus dem Ruder laufen und die einfach, sagen wir, relativ unauffällig platziert werden können. Also nur als Beispiel, diese Großbatterie bei Monterey, die haben sie einfach aufgebaut in der Halle von einem früheren Gaskraftwerk. Dann haben sie die Batterie da drin stehen und sie haben die ganze Infrastruktur, das heißt die ganzen elektrischen Anschlüsse, die Leitungen von dem früheren Kraftwerk, was ja dann die ganze Gegend versorgt hat, das ist ja alles da. Ja? Und sowas könnte man auch mit anderen Speichern machen, auch mit thermischen Speichern und sowas, wenn man alte Kohlekraftwerke und sowas verwendet, um dann eine wie auch immer geartete Speichertechnik da unterzubringen. Und die Frage nach der Second Life Batterie, im Prinzip das Wiederverwenden von Autobatterien, sehen Sie da Potenzial? Ich habe jetzt gehört, dass Tesla da überhaupt nicht drauf setzt, aber andere Autohersteller schon. Das ist im Fluss im Augenblick. Da würde ich jetzt noch keine Prognosen wagen. Ich meine, der Vorteil ist halt, die Batterien, die halten ja immer noch. Ne? Die haben zwar dann nur noch 80% ihrer Kapazität, aber ich sag mal,
wenn ich die Batterie draußen irgendwo in einen Container reinstelle, dann spielt es ja auch keine Rolle. Ja, da habe ich ja jetzt nicht unbedingt das Platz- oder Gewichtsproblem wie beim Auto. Deshalb kann man dann auch Batterien, die ein bisschen schwächer geworden sind, da verwenden. Und dadurch, dass die halt moderat belastet werden mit relativ stabilen Arbeitsfenstern, halten die auch noch recht lange. Dann wird gefragt, ob mal jemand, der groß denkt, der Thomas Ballmert, hat gefragt, wann denn die erste Terawatt-Fabrik in Deutschland für Batterien entsteht oder ob da was geplant ist. Und Hajo informiert, dass Porsche aktuell gerade was angekündigt hat zur Batterieherstellung oder Zellherstellung, weiß ich nicht. Ja. Ja, Porsche hat jetzt angekündigt, dass sie mit der Firma Custom Cells in Tübingen ein Werk aufbauen unter dem Namen Cellforce. Und die werden auch mit Varta noch einiges machen. Dabei werden sie beim Minuspol ein neues Material verwenden. Die werden das bisherige Graphit, das ist das schwarze Zeug, was wir im Bleistift haben. Das wird dann zumindest teilweise ersetzt durch Silizium, das ist das, was wir in Computerchips haben. Das Silizium kann auf kleinstem Raum unglaublich viel Lithium speichern und es ist vor allem sehr schnell. Das heißt, man hat dann Batterien, die dann auch kalt schnell beladen werden können, die vielleicht in 6 Minuten beladbar sind. Und die auch noch eine gleichzeitig noch eine deutlich höhere Reichweite bringen, um 30% oder sowas. Und wie war die andere Frage noch? Das Thema große Fabrik im Terawatt-Maßstab. Ja, also das hängt damit zusammen, ob es gelingt, den sogenannten Trockenbeschichtungsprozess im Batteriebereich einzuführen. Im Augenblick ist der größte Energiefußabdruck und aber auch der räumliche Fußabdruck der, dass die Batterieelektroden so hergestellt werden, dass man eine Kupfer- oder eine Aluminiumfolie hat und da wird so eine Paste drauf gestrichen. Und die Paste ist das eigentliche Speichermaterial, ein sehr komplexes Zeug. Und diese Paste enthält Lösungsmittel und irgendwie einen Kunststoff, der das zusammenklebt. Und dieses Lösungsmittel muss dann verdunsten, muss langsam trocknen, damit es schön festhaftet alles. Und das sind ewig lange Trocknungsstraßen. Und wenn es uns jetzt gelingt, praktisch wie so eine Art Knetmasse herzustellen und die dann mit Druck auf die Folie zu beschichten, dann brauche ich diesen ganzen Schmarrn nicht. Dann habe ich einen viel geringeren Fußabdruck, habe ein geringeres Invest, habe geringere laufende Kosten. Und dann kann ich praktisch mit dem Fußabdruck von einer Gigafactory, kann ich eine Terrafactory, also die, ich sage mal, Faktor 100 mehr Batterien produziert, auf gleichen Raum unterbringen. Ich muss mal kurz neben mich greifen, weil mir gerade droht, der Saft auszugehen. Ich muss mal mein Ladegerät anschließen. Aber fragen Sie weiter. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin mit den Fragen durch, die ich entdeckt habe. Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Aber wenn noch Fragen da wären. Von Fragen. Ich bin echt überwältigt. Also ich finde aktuell keine Frage mehr. Könnt ihr gerne in den Chat stellen noch, falls noch Fragen sind. Doch die Sahara-Aussage mit dem Wasserstoff hat sich jemand gemeldet. Das ist ja auch so interessant. Ne? Das heißt dann, ja, Wasserstoff können wir bei uns nicht herstellen. Das machen wir dann halt in einer sonnenreichen Gegend, wo dann die Sonne scheint wie blöde. Ich habe ja vorhin kurz erläutert, dass ich um 1 Kilogramm Wasserstoff herzustellen brauche, 9 Kilogramm Reinstwasser. Das ist eine Sahara, das ist ein Wort, das ist eine Sache. Dann habe ich diesen Wasserstoff und dann muss ich den verflüssigen. Da verliere ich schon mal wieder 40% von meinem Wirkungsgrad. Und dann gibt es irgendein Kryotankschiff, wo ich den reinfülle. Das Problem ist, 1 Liter Wasserstoff flüssig wiegt 70 Gramm. Das ist leicht, das wiegt nichts. Ich müsste, um die gleiche Energie hier anzulanden wie ein Öltanker, ein mittlerer Öltanker, 400.000 Bruttoregistertonnen, brauche ich 33 der größten Tankschiffe, Kryotankschiffe, in die ich Wasserstoff reinfüllen kann. Und die Tankschiffe gibt es noch nicht mal, die sind nur in Planung.
um einen Öltanker zu ersetzen. Also wie das gehen soll, das möchte ich erstmal noch sehen. Das ist bei diesen ganzen Fantastereien, spielt das alles überhaupt keine Rolle. Es wird irgendwie ausgeblendet. Und wenn man dann fragt, dann heißt dann, ja, wir bauen Pipelines. Sage ich, wo sind die denn geplant? Ja, sie haben Absichtserklärung. Ja, okay, gut. Das heißt irgendwie bis 2050. Also keine Ahnung. Ja. Eine Frage habe ich, glaube ich, vergessen zum Thema bidirektionalem Laden, wie das hier aussieht, was da technisch möglich ist und was da worauf voraussichtlich kommt und was nicht kommt. Weiß ich nicht. Ich bin leider nur ein doofer Chemiker, ich bin keine E-Techniker. Bidirektionales Laden ist eine tolle Sache, weil uns das eben auch in die Lage versetzt, die ganze Fahrzeugflotte zusätzlich noch als Zwischenpuffer ins Spiel zu bringen. Das heißt, dass also ein Auto jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, Energie aufnimmt und dann auf die Räder überträgt, sondern dass man das Auto auch in der Garage anschließen kann und es versorgt das Haus mit Strom, wenn es geladen ist. Ja. Wäre eine tolle Sache. Also bei Tesla geht es natürlich mal wieder oder ist in der Vorbereitung. Die anderen werden dann nachziehen. Es gibt einen Haufen. Also was wir jetzt auch machen müssen, wir müssen da irgendwie von Firmenseite, von Industrieseite, von Startups, die müssen da rein und müssen Modelle anbieten, wo der Nutzer tatsächlich einen Vorteil hat und dann klappt der Laden. Weil das dann ist wirklich Ökonomie und Ökologie vereinbar in dem Fall. Da wird, finde ich, eine gute Frage von Markus Huster gestellt. Gibt es denn neben der Elektrolyse noch andere Verfahren, um sinnvoll Wasserstoff herzustellen? Also es gibt die unterstützte Elektrolyse, da denkt man in Frankreich drüber nach. Also wenn man jetzt ein Kernkraftwerk hat und weiß nicht so genau, was man da alles mit machen soll, dann kann man das Wasser auch sehr, sehr hoch heizen. Das heißt, da steckt man schon mal eine gewisse Menge an Wärmeenergie rein. Dann braucht man weniger elektrische Energie. Das ist eine, auch Hochdruckelektrolyse, geht in diese Richtung. Wo man dann praktisch gleich von vornherein Druckwasserstoff erzeugt und dann nicht mehr hinterher diesen aufwendigen Pumpprozess hat. Man kann Wasserstoff aus Biomasse herstellen, also man kann Biomasse vergasen unter Luftabschluss oder unter sogenannten überkritischen Bedingungen. Da entsteht auch ein Gasgemisch, in dem auch Wasserstoff drin ist. Was gibt es denn noch? Es gibt Forschungsprojekte, bei denen man versucht, Wasserstoff jetzt aus Mikroorganismen herzustellen. Ja, also Wasserstoff, die dann irgendwelche Algen, die dann Wasserstoff erzeugen, was dann so rausblubbert. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist einfach zu schwach. Also die machen mit einem Liter von so einer Algenlösung, machen sie einen Liter Wasserstoff innerhalb von einer Stunde. Das ist nichts. Ja. Das kann man vergessen. Gibt es noch irgendwas spontan? Ja, es gibt noch den Traum, ja, dass man praktisch ein Dach hat und dann hat man anstatt Solarzellen hätte man dann so eine katalytische Schicht, lässt da Wasser drüber rieseln, Sonnenlicht scheint da drauf und an dem Katalysator spaltet sich dann das Wasser auf und der Wasserstoff geht raus. Wobei da halt auch dann der Sauerstoff rausgeht. Das heißt, eigentlich erzeugt man Knallgas und keinen Wasserstoff. Und das ist jetzt nicht so prickelnd. Den Knallgasversuch hat wahrscheinlich jeder im Chemieunterricht mal mitgemacht. Das rumpst halt. Gut. Zum Thema Trockenfallen habe ich was, das ich Ihnen zusende. Das ist regionaler Wein. EM-Wein, ganz speziell. Genau, also da haben wir auf jeden Fall was für Sie. Ich werde jetzt noch im Uwe vom REM Spot geben. Zum Thema Folien noch ganz kurz. Die Folien werden, wenn wir sie vom Herrn Professor Fichtner bekommen, leiten wir die gerne weiter. Ja. Es ist auch geplant, die Aufzeichnung wieder zur Verfügung zu stellen. Also auch das kommt. Genau. Ich möchte auch nochmal auf die vergangenen Vorträge verweisen. Da gab es schon mal drei mit dem Professor Grey, mit dem Professor
Weber vom Fraunhofer ISE und vom Professor Doppelbauer vom KIT, genau. Uwe, möchtest du noch was sagen zum, oder hast du noch Fragen? Ja, gerne, das war eine Steilvorlage. Danke, Nico. Danke, Professor Fichtner. Und danke auch an euch alle, die jetzt heute Abend so rege an der Diskussion euch beteiligt habt. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr unterhaltsam und mega interessant. Die drei Vorträge sind übrigens auch auf der REM-Webseite. Da haben wir die verlinkt. Da kann man die auch nachschauen. Da waren wir ja auch mit dran beteiligt. Ich wollte noch zwei Sachen abschließend ergänzen. Das mit Porsche, das kam ja heute aktuell im Radio, dass die sich jetzt für eine Batteriezellfertigung in Kirchentellingsfurt bei Reutlingen entschieden haben. Also ursprünglich war Tübingen da ja ganz vorne dran und jetzt geht es nach Kirchentellingsfurt. Und das Zweite, ich habe heute ganz jung eine E-Mail erhalten von einem tollen Quartierskonzept. Da geht es genau um diese Geschichte, bidirektional, ja, nein, wie kann wirklich auch ein Elektroauto sinnvoll in das ganze Netz mit eingewoben werden. Ich habe es euch in den Chat reingestellt. Das ist der Link Solar Lago, heißt das. Ich habe es auch noch gar nicht studiert. Das ist, wie gesagt, ganz frisch, hat mich heute erreicht. Und es klingt so, als ob da wirklich schon ein Quartierskonzept am Start wäre, das die Funktionsfähigkeit in der Blaupause mal darstellt. Ja, von daher, ich freue mich, das, was sich hier noch weiterentwickelt. Wir wünschen uns, glaube ich, schon, dass das ganze Netz intelligenter wird, dass das ganze Netz ressourcenschonender wird, dass die Mobilität einfacher vielleicht auch wird, aber vor allem, glaube ich, umweltverträglicher. Das zeigen ja auch die Fragen zu Recyclingfähigkeit, welche Rohstoffe werden eingesetzt, wie ist der Abbau etc. Und ich finde es spannend, was gerade hier und da wirklich an positiven Dingen auch passiert. Ja, von daher, wenn es jetzt nichts mehr gibt, sage ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön in die Runde. Wünsche euch alle noch einen schönen Abend und verweise gerne auch nochmal auf unsere Website, die rem-ev.de, wo wir denn dann den Vortrag auch gern online stellen würden, Professor Fichtner, wenn wir das okay haben. Und in diesem Sinne wünsche ich für eine nachhaltige Mobilität euch alles Gute, eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und ich freue mich, euch in alter Frische gesund auch mal wieder zu sehen. Herzlichen Dank. Tschüss zusammen. Das wünsche ich euch auch. Schönen Abend noch und einen guten Start ins Wochenende. Danke, merci. Tschüss. Ciao.